Das Flugwetter, ein Thema, das insbesondere Piloten interessiert. Und zwar aus dem Grund, man will ja wissen, was meteorologisch zu erwarten ist und was um sie aus meteorologischer Sicht alles so geschieht. Hallo Leute, hallo liebe Piloten und die es noch werden wollen. In diesem Video möchte ich euch das Fluggebiet Hohe Wand aus meteorologischer Sicht vorstellen. Ja, und da gibt es, wie in jedem anderen Fluggebiet natürlich auch, so seine kleinen, feinen Eigenheiten. Und die lohnt es sich zu wissen. Und genau diese Eigenheiten möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Viel Spaß! Da hier möglicherweise einige Zuseher dabei sein könnten, die das Fluggebiet Hohe Wand von den Örtlichkeiten, die auch immer wieder in diesem Video genannt werden, nicht kennen, hier eine kleine Übersicht. Und dazu begeben wir uns erst einmal ins Weltall. Hier sieht man wunderschön das Hohe Wandplateau mit den steil abfallenden Felsen im Süden und Südosten. Dann davor gelagert die Fischauer Vorberge, die heben sich hier hervorragend ab. Und dazwischen die neue Welt, ein Talkessel. Das ist der Bereich, ja, den man als Fluggebiet Hohe Wand nennen könnte. Ja, und wenn man von den weiteren Streckenflügen einmal absieht. Und das ist der Bereich, den wir uns gemeinsam meteorologisch einmal ansehen wollen. Die erste Frage, die ein Hänge- oder Paragleiterpilot bezüglich des Fluggebietes nachfragt, ist, ja, bei welchem Wind kann man denn da fliegen? Ja, um diese Frage zu beantworten, schauen wir wieder mal von oben auf die Hohe Wand runter. Hier beginnt in der Regel das Flugvergnügen, sprich hier findet man die Startplätze. Ein näherer Blick auf diese. Links sieht man den Oststartplatz, den hauptsächlich die Paragleiterpiloten frequentieren. Und rechts, das kleine Kastel da, ist der sogenannte Südstartplatz, wo hauptsächlich die Hängegleiter, sprich Drachen, starten. Fangen wir gleich einmal mit den Startplätzen an, und zwar betreffend des Themas eben der richtige oder der ideale Wind. Beginnen wir mal mit dem Oststartplatz. Ja, ganz einfach, weil dieser ja auch am meisten genutzt wird. Und wie die Bezeichnung ja schon es aussagt, dieser Startplatz ist fast genau Richtung Osten ausgerichtet. Und so ergibt sich selbstredend, dass ein Ostwind, vorausgesetzt er ist nicht so stark, die ideale Windrichtung für diesen Startplatz darstellt. Neben der idealen Windrichtung wollen wir auch einmal über die ideale Windstärke sprechen. Die Thermik, die da bezüglich Windstärke auch ein gewaltiges Wörtchen mitzureden hat, schieben wir mal ganz kurz beiseite. Hier wirklich einmal ganz tolle, optimale Bedingungen. Ja, Ostwind mit ca. 15 km/h, vielleicht leichte Böenspitzen mit 20 km/h, also perfekt. Ja, aber wo man aufpassen muss, die ideale Windstärke ist sehr, sehr individuell. Und da bleiben wir vorerst noch einmal beim Ostwind. Ja, laut meinen eigenen Erfahrungen würde ich sagen, ist ein sicheres Starten für Anfänger, Einsteiger und eher unerfahrene Wenigfliegerpiloten so in etwa das Limit bei 15 km/h. Für erfahrene Piloten, die halt öfters fliegen, viel Thermikerfahrung etc. haben, ist es noch locker bis 20 km/h sicher zum Starten, vielleicht noch bis 25 km/h. Und mit dem vielleicht meine ich ein ganz wichtiges Thema, die Böigkeit des Windes. Und da ist ganz entscheidend die Differenz zwischen dem durchschnittlichen Wind
und den Böenspitzen, die da durchrauschen. Nennen wir da mal ein kleines Beispiel. Nehmen wir an, wir haben ca. 10 km/h im Mittel und dann kommen dann schon Böen vor mit 20 km/h oder sogar mehr. Das ist durchaus drinnen. Dann sollte man in weiterer Folge genau schauen, wie die zeitliche Lage ist. Also sprich, die zeitlichen Abstände zwischen den Böen. Werden die immer kürzer, sollte man sich vielleicht einen Start überlegen. Die Böigkeit geht meistens einher mit der thermischen Aktivität und diese wiederum variiert mit der Tages- und der Jahreszeit. Das Thema Thermik behandeln wir hier noch gesondert. Sehen wir uns den Oststartplatz noch einmals von oben an. Natürlich starten und fliegen wir nicht nur bei Ostwind, sondern auch ein Südostwind ist nicht so schlecht. Aber die erfahrenen und aufmerksamen Flieger hier werden gleich einmal eins entdeckt haben. An der süd-südwestlichen Seite des Startplatzes kann sich eine Lähsituation bilden, dank des hohen dichten Waldes, der hier ja schön zum Sehen ist. Wie stark und kräftig die Lähturbulenzen ausgeprägt sind, hängt selbstredend von der Windstärke ab, nicht nur ganz, auch ein wenig von der thermischen Aktivität. Wenn der Südostwind schon etwas stärker werden sollte, ist es vielleicht schon ratsam, den Gleitschirm nicht zu weit rechts am Startplatz, also in Startrichtung gesehen, auszulegen, sondern eher schon im mittleren Bereich bis im linken Bereich. Wir bleiben immer noch am Oststartplatz und schauen uns an, bei welchen Windrichtungen man immer noch starten respektive fliegen kann. Da machen wir mit dem Nordostwind weiter, den wir auf der hohen Wand relativ oft haben. Das Gemeine am Nordostwind ist aber der Umstand, dass das nicht wirklich ein Nordostwind sein muss, denn aus thermischen und geografischen Gründen kann dieser Wind abgelenkt werden und wir einen scheinbaren Nordostwind haben. Und so kommt es sehr oft vor, dass wir am Startplatz so einen drehenden Wind, also immer wieder drehend, so von Nordost auf Ost-Nordost Ost haben. Ja, und die Aufmerksamen werden natürlich auch wieder erkannt haben, dass wir hier ganz spezielle Lähsituationen haben. Ja, und man sieht es hier ganz schön. Es ist nämlich genau die Lähsituation am nördlichen Rand des Oststartplatzes, aber diese Lähsituation reicht noch viel weiter hinaus. So ist es auf alle Fälle sinnvoll, sich am Startplatz eher in der Mitte und sogar in dem Fall eher auf der rechten Seite zu orientieren beim Rausstarten. Es ist ratsam, nicht gleich direkt zum Skywalk rüber zu fliegen, sondern sich rechts zu halten und Richtung Südosten rauszufliegen. Der besseren Übersicht wegen schauen wir uns das Ganze etwas weitläufiger an. Hier der Lähbereich, natürlich die Größe ist abhängig von der vorherrschenden Windstärke, den man besser meiden sollte beim Hinausfliegen zur Kante. Sicherer ist diese Route Richtung Skywalk, um den Anschluss an der Kante zu finden. Und wenn wir schon gleich dabei sind bezüglich Anschluss, dies ist die idealere Route bei Nordostwind, um Anschluss zu finden. Wir bleiben immer noch beim Oststartplatz, denn eine Windrichtung gibt es noch auf der hohen Wand, wo es fliegbar ist, aber es dann schon recht speziell wird, und zwar der Südwind. Solange der genannte Südwind eher recht schwach ist, ist es durchaus noch am Oststartplatz bei Südwind startbar. Das aber mal mit einem großen Aber. Man sollte sich wirklich ganz, ganz sicher sein, dass der Wind, mal abgesehen von thermischen Ablösen, wirklich schwach ist. Denn gerade bei Südwind kommt eine, sagen wir es mal so, Tücke des Oststartplatzes ganz besonders zur Geltung. Das hängt mit der Lage und der Topographie der Umgebung des Oststartplatzes zusammen. Der hervorgehobene Bereich der Topographie in der Umgebung des Oststartplatzes fällt steil ab.
Die gestrichelte orange Linie zeigt eine Geländekante an. Und dieser hervorgehobene Bereich ist deutlich flacher und somit bildet sich genau in diesem Bereich eine Lässituation aus. Und wenn man da oben am Startplatz steht, um den Wind einmal einzuschätzen, jopp, da kann man mal schön einfahren und sich verschätzen. Ja, wie eben schon vorher gesagt, man steht da oben im Grunde im Lee. Daher sollte man auch bei den anderen genannten Windrichtungen bezüglich der Einschätzung der Windstärke, zum Teil auch der Windrichtung, eher Vorsicht walten lassen. Es gibt aber vor Ort gute Möglichkeiten, sich da Klarheit zu verschaffen, besonders was die Windstärke angeht. Am Südstartplatz oder im Bereich des Skywalks hat man ein offeneres Gelände und zwar auch direkt an der Kante, wo man sich leichter tut, die Windsituation genauer einzuschätzen. Und ja, da werden erfahrene Piloten und Kenner des Fluggebietes einen Einwand haben, berechtigt, denn an der Kante, wenn man da steht, kommt auch Thermik mit dazu. Ist zwar auch ein Wind, aber natürlich verstärkt das Ganze. Da gibt es aber ein Aber meiner persönlichen Meinung nach bezüglich Thermik, dazu komme ich gleich. Es gibt aber auch noch eine zweite smarte Möglichkeit, sich über die Windsituation im Klaren zu werden. Und zwar oben am Oststartplatz gibt es ja einen Infostand, eine Infotafel und da findet man einen Monitor, wo die Windrichtung, Windstärke von den Wetterstationen angezeigt wird. So, und jetzt kommen wir zum Thema Thermik, aber immer noch betreffend des Oststartplatzes, denn da gibt es ein paar gewisse Sachen, die man beherzigen sollte. Wie ich hier ja schon gesagt habe, man sieht es ja, man erinnere sich, diese Strichpunktlinie, diese Geländekante ist zugleich auch eine Abrisskante für die Thermik, also sprich, dass dort die Thermik vom Hang wegsteigt. Und genau das Aufsteigen der Luftmassen, also sprich die warme Luft der Thermik, kann zusätzlich die Lee-Effekte im Bereich des Startplatzes verstärken. Hier ein kleines Beispiel, da hat es einen ganz schwachen Ost-Südost-Wind, aber vorne an der Kante löst es ab. Also was da passiert, das sieht man dann wunderschön. Wo und wann man diesen Aufwärtskick, nennen wir das einmal so, beim Rausfliegen vom Oststartplatz bekommt, ja, das ist einmal in etwa dieser eingezeichnete Bereich. Ob und überhaupt wann man diesen Kick bekommt, hängt von zwei Faktoren ab. Und zwar geht es da um den Wind und die Thermik, aber eigentlich ein dritter Faktor, die Kombination von beiden. Bezüglich Wind natürlich hängt das von der Stärke ab, aber man erinnere sich, bei Südwind haben wir das am meisten ausgeprägt, bei Südostwind, wenn er eben auch stärker ist, ebenso. So kann es schon auch einmal vorkommen, dass wenn man da raus startet, also der Kreis ist einmal da, habe ich den Schirm aufgezogen und ich laufe und ich laufe und ich laufe, heb nur ein wenig ab oder vielleicht sogar auf gar nicht, kann nämlich auch passieren, das ist da die orangene Linie und dann auf einmal, da wo es grün wird, reißt es mich regelrecht in die Höhe. Ja, im Grunde ist es eigentlich fast zu hoffen, dass man dort zumindest, nehmen wir es einmal so, abhebt, denn da wo die grüne Linie anfängt, da ist nämlich eine ziemlich steile Böschung vor der Straße, die hier den Startplatz quert. Und innerhalb dieses orangenen Bereiches sollte man sich dann schon im Klaren sein, wird das was mit dem Start oder wird das nichts? Und da sollte man dann schon bei Zeiten, das ist lang genug dort, dass man den Start einfach einmal abbricht. Ja, und ausgenommen Spätherbst und Winter muss man damit rechnen, dass es eben die Kombi kräftige Thermik und kräftiger Wind gibt. Und diese Kombination, gerade in Bodennähe beim Starten, ist alles andere wie eine feine Kombi. Und wenn wir das jetzt alles kombinieren, was wir bis dato gehört haben, und zwar eben Abrisskante, Thermik, Lässituation, Windrichtung und so weiter, kann in diesem Bereich, der da jetzt markiert ist, ja, da kann es einen schon einmal ganz schön herbeuteln bis zu einem kapitalen Klapper. Und da man da nicht
besonders hoch über dem Boden ist, ja, das kann Autsch geben. Und so sind wir wieder schon bei meiner Empfehlung, bei, wenn man sich nicht ganz im Klaren oder sicher ist, was wirklich der Wind macht, wie stark die Thermik ist, den Südstartplatz aufzusuchen, meiner Meinung nach sogar noch viel besser den Bereich des Skywalks, ja, um da Unklarheiten wegzuschaffen und zu schauen, was da wirklich mit dem Wind und der Thermik los ist. Nun, wir haben ein paar Windrichtungen noch nicht erwähnt. Naja, das war natürlich Südwest, West, Nordwest und Nordwind. Und wer bis dato ein bisschen aufgepasst hat, wird natürlich wissen, dass das genau die verkehrten Winde sind, also sprich Rückenwind bedeutet. Und jeder kennt wohl den Fliegerspruch, bläst dir der Wind ins Genick, fliegt er wie eine Mick. Naja, und wenn wir den Kollegen da mal beobachten, wird's mit dem Fliegen nicht wirklich was. Und dazu muss man sagen, dass der verkehrte Wind, in dem Fall war es eher ein Südwest-Westwind, ja, ein Lüfterl war, also bestenfalls, wenn so viel waren, 5 km/h. Dazu ist aber zu sagen, dass der überregionale Wind, ein Nord-Nordwestwind, stärker war und wir uns da am Oststartplatz in Lee befinden. Nämlich hinter dem Startplatz ist nämlich das ziemlich breite hohe Wandplateau. Hier auf der Grafik sieht man das ja wunderschön. Das Xerl ist der Oststartplatz und der vorgehobene Bereich, der helle Bereich, ist das hohe Wandplateau. Links oben im Eck sieht man den Windsack, der einen Rückenwind ihm anzeigt, und auch am Dampf der E-Zigarette sieht man das schön. Westliche Winde können hier an der hohen Wand und im Startplatzbereich ganz böse Turbulenzen hervorbringen. Sollte man nicht unterschätzen. Ein großes Thema hier an der hohen Wand ist auch Lehthermik. Sprich, wenn der thermische Wind, also sprich die thermischen Ablösen, den überregionalen Wind quasi überblasen, haben wir hier einen unter Umständen scheinbar richtigen Wind. Ja, solche Wettersituationen sind durchaus start- und auch fliegbar. Das mit der Lehthermik fliegbar kommt noch etwas später, aber man muss auch damit rechnen, dass sowas recht turbulent werden kann. Wenn der überregionale Höhenwind nicht zu stark ausgeprägt ist und die Luftschichtung doch etwas labiler ist, dann kann es passieren, dass vom Wiener Becken aus so ein quasi, ich sage einmal quasi, Talwind entstehen kann Richtung Bergwelt, also Rack-Schneeberg-Wechselgebiet, der dann kräftiger ist und so auf der hohen Wand, weil sie zum Glück nicht so hoch ist, dann einen passenden Wind generieren kann. Wenn man noch nicht im Fluggebiet ist und noch in der Flugvorbereitung zum Beispiel zu Hause ist, dann sollte man nicht alleine nur auf die Wetterdaten von der hohen Wand selber schauen, sondern auch von den Wetterstationen, die es ja zahlreich gibt, im Wiener Becken schauen, was da für ein Wind ist. Das könnte zum Beispiel eine drohende Lehsituation, die sich durchsetzen kann, zeigen. Ja, und einen Tipp hätte ich noch bezüglich des Oststartplatzes. Ja, und wenn man da auf den Startplatz jetzt raufkommt und da sind vielleicht sogar schon ein paar Piloten da, die machen sich startklar, es wird schon geflogen, es wird rausgestartet, nicht gleich den Gleitschirm rausreißen regelrecht, auslegen und hinten nachhupfen, um es einmal so auszudrücken, sondern sich einmal die Sache anzuschauen und die ganzen Windfähnchen, die da am Ostschauplatz zu finden sind, zu begutachten und zu beobachten. Nehmen wir mal ein Bild der Oststart-Webcam her, denn da kann man die Windfähnchen gut erkennen, auf die man schauen sollte. Und da meine ich jetzt nicht einmal vorrangig den großen Windsack, den man hier ja schön im Kreis erkennen kann, rot deswegen, weil der Wind verkehrt ist, sondern die vielen anderen kleinen Windfähnchen, die hier über den Startplatz verteilt sind. Und genau
diese meine ich hier, die jetzt auch rot umrundet sind. Eine Windanzeige gibt es noch, und zwar genau auf dem Mast, wo die Webcam montiert ist. Ganz oben ist ein Windanzeiger mit einer Windfahne, den man auch immer beobachten sollte. Ganz besonders hervorheben möchte ich aber diese beiden Windfähnchen, die ganz unten am Startplatz zu finden sind. Denn diese sind besonders bei thermischen Bedingungen hilfreich, denn diese zeigen nämlich an, ob mal eine thermische Ablösung hinaufkommt, also eine Öhe könnte man dann sagen, oder sogar unter Umständen, die ganz woanders hin zeigen, wie der große Windsack oben am Mast. Man erinnere sich an die thermische Abrisskante und den möglichen Turbulenzen dahinter im Lehbereich. Ja, und da sind diese beiden Windfähnchen dort unten, die auch in etwa in diesem Bereich aufgestellt sind. Die können dann anzeigen, ob dort an der Kante eine Thermik abreißt, und da können die Fähnchen auch einmal fast hinaus zu oder nach links und nach rechts zeigen. Ja, da sollte man dann genau auf die Fähnchen schauen und vielleicht gerade dann nicht starten. Ja, und auch wenn der Windsack oben am Mast einen richtigen Wind anzeigt, denn da unten könnten dann doch thermische Turbulenzen lauern und im Lee und man durchsacken oder im blödesten Fall sogar einen Klapper riskieren. Ja, aber diese beiden Fähnchen dort unten können auch durchaus sehr positive Sachen anzeigen, weil wenn zum Beispiel die Fähnchen auf einmal langsam zum Raufzeigen anfangen und der Windsack oben am Mast zeigt noch, hängt auch noch runter und zeigt eigentlich kaum einen Wind an, dann könnte man sich, wenn man schon startbereit dasteht, sich langsam schon auf einen Start vorbereiten, und dann, wenn die Fähnchen unten dann schon ein paar Sekunden schön raufzeigen, der Windsack oben am großen Mast anfängt, in die richtige Richtung raufzuzeigen, ja, dann könnte man starten und genau schön in die Ablöse, in die Thermik hinein und so mal gleich ein ordentliche Meter machen und über der Kante, hoch über der Kante sein. Unterm Strich gesagt, es zahlt sich auf alle Fälle aus, alle Windanzeiger am Startplatz im Blick zu haben. Es gibt ja nicht nur den Oststartplatz im Fluggebiet Hohe Wand, sondern den viel, viel älteren, den Südstartplatz. Diesen gibt es schon seit den 1970er Jahren, und zwar von Anbeginn an des Hängegleiter-, sprich Drachenfliegens. Natürlich kann man auch hier mit den Paragleiter starten, wird ja auch immer hin und wieder, aber wie man hier auf den Aufnahmen schön sieht, es handelt sich hier um einen Klippenstartplatz. Dabei ist der Startweg begrenzt, daher sollte man schon ein sicherer Starter sein. Blicken wir wieder mal von oben auf den Startplatz runter. Und das ist der eigentliche Startbereich. Wir sind immer noch beim Thema der richtige Wind, und das behandeln wir natürlich auch bezüglich des Südstartplatz. Entgegen der Bezeichnung des Startplatzes, also Südstartplatz, ist in Wirklichkeit die optimale Windrichtung hier der Südostwind. Denn rausgestartet wird genau so. Die zweite relevante Windrichtung, die namensgebende natürlich, ist der Südwind. Man erinnere sich bezüglich Südwind und Oststartplatz, was da betreffende Lehsituationen und ungute Geschichten sein können. Da sollte man, wenn man vorausgesetzt ein sicherer Starter ist, den Rückwärtsstart gut beherrscht, doch überlegen, vom Südstartplatz rauszugehen. Ja, auch der Südstartplatz hat so seine Tücken. Und ganz besonders, wenn der Wind immer mehr Richtung Ost geht. Denn in unmittelbarer Nähe des Südstartplatzes, also wenn man am Südstartplatz steht und rausblickt in die neue Welt, ja, links davon, da macht die Hohe Wand so einen richtigen Sprung nach vorne. Das habe ich hier mit dieser orangenen gestrichelten Linie eingezeichnet, und so sieht man es schön, dass der Südstartplatz bei einem Ostwind im Lee liegt.
Und das ist circa der Bereich, mit dem man nach dem Start unmittelbar mit Lehturbulenzen rechnen muss. Natürlich hängt das von der Windstärke ab. Das betrifft dann die Größe des Lehbereiches und natürlich, wie und ob da Turbulenzen zu erwarten sind. Und natürlich, nicht zu vergessen, ich sagte es hier ja schon, wenn der Wind Richtung Nordost geht, ja, dann ist man dann wirklich richtig im Lee drinnen. Genauso wie für den Oststartplatz, ja, ist das Thema Thermik eigentlich für den Südstartplatz noch ein viel größeres. Denn man ist direkt im Geschehen, direkt an der Kante, direkt dort, wo die Thermik aufsteigt. Dazu kommt noch, dass man im Grunde aus einer Bucht, nennen wir es halt mal so, herausstartet. Persönlich meine ich, dass der Südstartplatz, meiner persönlichen Meinung nach, der ehrlichere Startplatz ist, denn man ist sich viel schneller im Klaren, was sich meteorologisch an der hohen Wand abspielt. Sehen wir uns wieder das Gelände von oben an. Wie ja gut zum Erkennen ist, ist die hohe Wand Richtung Süden und wie hier Richtung Südost von steil abfallenden Felswänden geprägt. Und diese, aber nicht nur, sind sehr gut für eine Thermikentwicklung. Und die Ausrichtung gegen Südost begünstigt diese sogar relativ früh am Tag. Und zwischen März und Oktober im Jahr, also der thermisch aktivsten Zeit im Jahr, ja, da kann diese sich entwickelnde Thermik auch einen eher ungünstigen Wind, zum Beispiel einen Ost-Nordost-Wind, gegen Ost-Südost verbiegen oder besser gesagt drehen. Und wenn die Thermik stark genug und auch eine gewisse Konstanz entwickelt, kann diese sogar einen Nord-Nordwestwind, nennen wir es mal so, überblasen und so startbare und in weiterer Folge auch fliegbare Bedingungen schaffen. Bezüglich der fliegbaren Bedingungen kommt noch ein eigenes Thema, ja eben das lehthermische Fliegen an der hohen Wand. Nun wieder zurück zum Südstartplatz und dem Starten bei, ja, bleiben wir dabei, thermisch verbogenen Wind. Und da Thermik alles andere als gleichmäßig und konstant zu erwarten ist, macht die ganze Sache in Wirklichkeit ja nicht einfacher. Um die Sache an- und übersichtlicher zu machen, nehmen wir ein Webcam-Bild des Südstartplatzes her. Denn das bietet einen echt guten Überblick des Geländes. Erinnern wir uns noch an den Lehbereich bei einem ungünstigen Ost-Nordost-Wind. Und jetzt nehmen wir mal her, es hat sich eine gute Thermik entwickelt, die aber, wie schon gesagt, nicht unbedingt gleichmäßig sein muss und die da das Leh auffüllt, um es einmal so zu sagen. Also einmal ist eine Leh-Situation und einmal kommt ein scheinbarer richtiger Wind auf, das aber in Wirklichkeit thermisch ist. Ja, schauen wir uns einmal ein wenig Flugbetrieb am Südstartplatz an. Gut, bei diesen Bildern, da ist jetzt nicht unbedingt thermisch, sondern wir haben da einen recht kräftigen und sehr strammen südlichen Wind. Dennoch möchte ich euch diese Bilder hier zeigen, auch in Zusammenhang bezüglich Thermik, weil man hier was ganz Entscheidendes sieht. Nicht nur, dass der Pilot eine ganze Weile gestanden ist und um sich gesehen hat, denn er hat auf die Windfähnchen geschaut und besonders auf dieses. Denn dieses Windfähnchen zeigt nämlich am besten an, ob jetzt Thermik raufkommt oder doch ein möglicher schlechter Wind aus Nordost-Ost. Ja, und nebst diesen einen, ja, wirklich wichtigen Windfähnchen gibt es noch eine ganze Menge anderer Windfähnchen, nebst dem großen Windsack, den man hier leider Gottes in den Aufnahmen nicht sieht, aber sich rechts vom Piloten hier befindet. Ja, das hat schon seinen Grund. Denn, wie man hier ja in den Aufnahmen ganz eindrücklich sieht, naja, sehr lang ist die Startmöglichkeit bzw. die Möglichkeit, den Start abzubrechen, am Südstartplatz nicht gerade. Und da ist es schon
schon wirklich sehr gut, wenn man darauf achtet, dass alle Windanzeiger einen günstigen Wind anzeigen, nämlich einen Wind hinauf zu zum Piloten. Und ich denke, dass man jetzt auch ganz gut versteht, wie ich hier schon gesagt habe, wer am Südstartplatz starten möchte, sollte ein sehr guter, kontrollierter Starter sein und die Starttechniken, natürlich vor allem auch den Rückwärtsstart, wirklich gut und sicher beherrschen. Ja, und da gibt es noch ein ganz, ganz wichtiges Thema, das Starten am Südstartplatz bei kräftigem Wind. Und kräftig kann schon so ab 15 km/h sein. Und dieser ist oft eine Mischung aus Thermik und, ja, nennen wir es mal so, überregionaler Wind sein. Der Südstartplatz ist ja im Grunde ein Klippenstartplatz. Und diese Klippe, sprich Kante, ist hier orange eingezeichnet mit dieser Strichellinie und genau an dieser Kante, ja, da löst sich quasi und bricht sich ab der Wind und die Thermik und dahinter entsteht natürlich das Lee mit den entsprechenden Turbulenzen und Rotoren. Und das Blöde an der Geschichte ist jetzt aber, dass man genau in diesem Bereich, wenn man sich startklar macht, sprich den Gleitschirm auslegt, ja, das ist ja noch gut, weil er da möglicherweise der Schirm noch so halbwegs liegen bleibt. Aber man hat dann auch das Problem, den Schirm aufzuziehen und im Aufziehen muss man diesen Schirm genau durch diese Turbulenzen in den Aufwindbereich hineinbekommen. Ja, aber da kann man sich helfen und zwar, dass man schaut, dass der Weg, den die Kappe durch diese Turbulenz nehmen muss, dass sie in diesen Aufwindbereich hineinkommt, verkürzen kann. Das geht in der Art, dass sich der Pilot ganz weit vorne zur Kante hinstellt und beim Aufziehen den Schirm entgegengeht. Das sieht man hier perfekt. Ja, und dennoch, man sieht es hier ganz gut, wie der Pilot arbeiten muss, den Schirm unter Kontrolle zu halten. Er ist noch in den Turbulenzen, jetzt ist er oben. Jupp, und schon geht die Post ab. Man hat hier auch ganz kurz gesehen, dass die Schirmkappe, wenn sie in den Aufwind hineingeht, das ist zwar kein Schießen, aber nach vorne fährt. Denn die Kappe geht in den Aufwind, das heißt ja schon auf, er kommt von unten rauf hinein. Und deswegen geht die Kappe nach vor. Sie will halt fliegen und sich richtig in den Wind hineinstellen. Und das natürlich ist, umso stärker der Wind ist, auch umso stärker ausgeprägt. Dessen sollte man sich bewusst sein. Was man auch beachten sollte, dass man den Schirm nicht aufreißt. Also das heißt, mit einem ganz kräftigen Impuls hochzieht, dass der Schirm ja schnell durch die Turbulenzen durchgeht. Denn das kann dann ein fataler Fehler werden, denn wenn die Schirmkappe da mit dem starken Impuls in den Aufwind, hätten wir ja gerade vorhin, hineinschießt, kann man dann sagen, hebelt es einen dann sehr schnell aus und der Start wird alles andere als kontrolliert. Das kann dann recht böse und mit einem Autsch enden. Hier noch einmal der andere Start, also perfekt gemacht, Pilot ist ganz vorne gestanden, ruhig aufgezogen, ganz kontrolliert, also wirklich perfekt gemacht. Aber ja, man kann auch als nicht so erfahrener Pilot ohne weiteres und ohne Probleme vom Südstartplatz rausgehen. Es ist sogar zum Empfehlen, wenn der Wind immer südlicher wird und nicht da herumdoktert am Oststartplatz oben. Ja, man sollte halt nur darauf achten, dass der Wind nicht zu stark ist und wirklich von vorne kommt und nur ganz wenig von links oder von rechts. Dann ist es überhaupt kein Problem, dort rauszugehen. Und wenn der Wind auch wirklich nicht zu stark ist, sondern sogar eher schwach, kann man den Gleitschirm auch viel, viel weiter hinten auslegen und man hat einfach einen längeren Startweg und mehr Zeit, den Schirm zu kontrollieren. Hier sieht man wunderbar die kilometerlange Ridge der Hohen Wand. Ja, und so erklärt sich auch, wie der ansässige Fliegerclub auf der Hohen Wand, den es schon weit über 40 Jahre lang gibt, zu seinem Namen gekommen ist, nämlich Soaring Club Hohe Wand.
denn auch zu den Anfangszeiten des Deltafliegens oder, wie man es bei uns sagt, Drachenfliegens, ja, da war es auch noch nicht an der Tagesordnung, Thermik zu fliegen, sondern man sollte bei steilen Kanten oder steilen Bergen im Hangaufwind hin und her und erlangte so längere Flüge. Und das schauen wir uns zuerst einmal an, was der richtige Wind an der hohen Wand ist, um längere Flüge im Soaring zu absolvieren. Dazu blicken wir wieder mal von ganz oben auf das Fluggebiet Hohe Wand. Und zuerst sehen wir uns einmal den südöstlichen Teil der Hohen Wand an. Naja, Hohe Wand sagt eh schon alles. Das sind die steilen Felsen, die von der neuen Welt her aufragen. Und das ist auch der Bereich, wo wir eigentlich am meisten fliegen. Ja, und hier noch einmal etwas hervorgehoben. Also das ist der Bereich, wo die meisten Flugbewegungen stattfinden. Ja, und das grüne Xerl ist dann zur Orientierung einmal gesehen der Oststartplatz. Ja, und wenn wir schon gleich einmal dabei sind, das nächste Xerl ist der Mautlandeplatz. Da greife ich einmal vor, was die Landeplätze betrifft. Ja, und der Mautlandeplatz ist der Landeplatz, wo halt die meisten Freiflieger landen. Es gibt aber dann noch ein paar andere Landeplätze, dazu später. Ja, noch was zu den hervorgehobenen Bereich, wo die meisten Flugbewegungen geschehen, also wo am meisten geflogen wird. Natürlich wird die Hohe Wand auch quasi die ganze Länge, das sind circa 12 Kilometer, abgeflogen. Natürlich hängt es von der jeweiligen Windsituation ab, ob man und wie weit man da und welchen Bereich man da die Hohe Wand abfliegen kann. Und das schauen wir uns jetzt gleich einmal näher an. Und dies, wie hier schon des Öfteren, von oben. Das ist der Bereich, wo am allermeisten geflogen wird. Da geht es am ehesten. Und der erweiterte Bereich jetzt, wo es, wenn der Wind und die Thermik vor allem passt, ebenso geflogen wird. Und selbstverständlich wird auch im südlichen Bereich der Hohen Wand geflogen. Aber das ist eine andere Geschichte, weil da muss wirklich alles passen, also punkto Wind und vor allem Thermik. Schauen wir uns einmal näher den südöstlichen Teil der Hohen Wand an. Im Prinzip ist es ja dasselbe wie bei dem Thema Startplätze. Gut zum Fliegen ist es bei Ostwind, Südostwind, aber auch Südwind mit ein bisschen Einschränkungen, wie wir ja gehört haben, was das Starten anbelangt, aber durchaus noch okay. Was aber jetzt das Hangaufwindfliegen, sprich Soaring betrifft, da ist dann der Nordostwind, den wir ja hier auch schon hatten, nicht so günstig. Man sieht es ja hier ganz eindeutig an der Grafik. Wir hatten es hier ja schon, was das Starten am Oststartplatz betrifft, noch möglich. Aber das Fliegen an der Kante, ja, da kann schon ein bisschen sportlich werden. Gehen wir mal fliegen und schauen uns das in der Praxis an. Zur Situation, eben hier Start vom Oststartplatz. Wir haben hier einen Südostwind mit einem zarten Südeinschlag. Wir sehen das dann noch ein bisschen später im Flug. Ja, und wir haben auch keine Thermik dabei, ganz wichtig. Bei optimalem Wind vom Oststartplatz rauszugehen ist ja ganz easy. Aber wir machen da mal einen Stopp, weil da gibt es gleich mal was zum Sehen und zum Erklären. Die Hohe Wand ist ja keine Wand in dem Sinne wie eine Hauswand oder eine Zimmerwand, sodass die relativ glatt ist, sondern die ist sehr zerklüftet, hat eine ganze Menge Felsvorsprünge, Einbuchtungen, also halt eine richtig gehende, zerklüftete Topografie, sagen wir es halt einmal so, und das sollte man beim Fliegen beachten. Und so eine markante Felsnase oder Felsvorsprung, egal wie wir es jetzt nennen, den gibt es gleich einmal beim Skywalk-Bereich. Und da fliegen ja die meisten Piloten, wenn sie beim Oststartplatz rausfliegen, Richtung Kante, Richtung Skywalk, ja genau dorthin. Und so eine Kante, wie die anderen auch auf der Hohen Wand, können entweder einen Aufwind oder aber auch, wenn man tiefer dran fliegt, eine Lässituation
Situation erzeugen. Ja, und dieses Lee habe ich ja schon bei den Startplätzen beschrieben, betrifft uns aber auch, wenn wir fliegen, zum Beispiel da ganz tief in diese Bucht hinein, wo der Südstartplatz ist. Übrigens, Südstartplatz, das Ixal dort. Ja, und wann haben wir da ein Lee zu erwarten? Hatten wir im Grunde ja schon, und zwar ganz besonders bei nordöstlichem Wind und bei Ostwind. Bei Südostwind, ja, da ist eher, bis auf eine Ausnahme, Thermik, da kommen wir noch dazu, eher nichts zum Erwarten. Aber dann was Tolles bei Südwind. Gut, da werden wir eher selten oder sollte man eher selten vom Oststartplatz rausstarten. Da haben wir dann sogar in diesem Bereich, der da als Lee eingezeichnet ist, sogar einen Aufwind. Da könnte man sogar hineinfliegen. Besonders interessant wird die ganze Geschichte bei thermischen Bedingungen, denn genau diese Kanten, diese Felsnasen, sind hervorragende Abrisskanten für Thermik. Und dies bevorzugt bei östlichem Wind. Ja, und jetzt fliegen wir einfach einmal weiter. Und jetzt kommt zum Tragen, was ich euch hier schon gesagt habe beim Start bei diesem Flug, dass er einen leichten Südeinschlag gehabt hat bei den Südostwind. Da hat es mich vorher beim Skywalk bei dieser Felsnase, erinnert euch, was ich vorhin gezeigt habe, auch ein bisschen gehoben. Man sieht hier ganz kurz links, bevor ich da umdrehe, einen ganz, ganz wesentlichen Bereich auf der hohen Wand, den zeige ich euch noch bei einem anderen Video etwas später. Aber halten wir das Video mal an. Besser gehen wir nochmal ein bisschen zurück. Ja, denn dieses Bild zeigt hervorragend, wie ich hier ja schon gesagt habe, diese zerklüftete Struktur der hohen Wand, die Felsnasen, die Felsvorsprünge. Das muss man beachten, wenn der Wind eben nicht direkt auf die hohe Wand drauf blast, wenn man so sagen will, sondern eben seitlich kommt. Und das macht es eigentlich sehr, sehr oft. Also direkten Wind auf die hohe Wand hinauf, also einen wirklich echten Südostwind haben wir ganz selten. Und diese Kanten, sagte ich ja schon, sind hervorragende Abrisskanten für Thermik. Und das dann zusammen mit Wind kann es in diesen Bereichen, vor allem wenn man knapp an der hohen Wand fliegt, ja schon einmal ein bisschen turbulent werden. Ja, und im Spätherbst und im Winter natürlich, wenn kaum Thermik oder sehr, sehr schwache Thermik anzutreffen ist, der Wind halt passt, nicht so stark ist, ja, dann kann man natürlich schon, ja, nahe an die Wand fliegen, um sich halten zu können und oben zu bleiben. Apropos nahe an die Wand fliegen, da sieht man es ja, da fliegen die Leute zum Teil wirklich fast schon, dass mit den Flügelspitzen die Wandstreifen, ja, ein bisschen übertrieben, aber schon sehr, sehr nahe. Gut, an dem Tag war es aber auch ziemlich schwach thermisch, aber man kann ja nicht wissen, wann eine Ablöse durchkommt. Ja, und wenn da halt wirklich einmal was Heftigeres weggeht, kann man nicht wissen, wenn es halt wirklich thermisch ist. Jo, und dann, wenn man knapp ist und man hat dann einen Klapper unter Umständen, kann das schon sehr, sehr unangenehm werden. Und zwar, blödestens falls, dreht es einem dann in die Wand hinein. Sudele, aber jetzt sind wir mittlerweile an der Stelle, die ich euch an der hohen Wand zeigen wollte, und das ist der Rote Felsen oder auch der Bereich des Gasthof Almfrieden, ehemaliger Gasthof, man sieht da das rote Dachl im Hintergrund, ganz klein. Ja, diese Stelle, ja, da, das schauen wir sich einmal näher an. Denn die ist was Besonderes. Da geht die hohe Wand ganz weit nach hinten, also wirklich viele, viele Meter. Und der Bereich des Roten Felsens, man sieht es da weiter hinten, also nicht den da vorne, das dahinter. Diese Wand ist auch sehr steil und die ist auch ein bisschen windgeschützt, eben durch diese Buchtlage, wenn man so sagen will. Und dort entsteht dann auch sehr, sehr kräftige Thermik mit ganz schön ordentlichen Ablösen. Es hat ja auch einen Grund, warum man da die Paragleiter oben drüber kreisen sieht. Also wenn es einmal so richtig thermisch aktiv ist, also in der thermisch aktiven Zeit eben, ja, dann kann es dort in diesem Bereich ganz schön ungemütlich werden. Vor allem, wenn man nicht hoch über der Wand ist oder da an der Kante kratzt. Dann sollte man sich hüten, auch da in diese Bucht hineinzufliegen. Das kann sehr unangenehm werden dort.
Ja, natürlich gibt es auch ein Aber. Das heißt, wenn die Thermik eher sehr schwach ist und der Wind dazu, bei Wind muss man da drin natürlich genauso aufpassen, wenn der Wind stärker ist, weil da ist man sofort in einer Lehsituation drinnen, wenn man da richtig hineinfliegt. Ja, aber wenn es eben schwach ist, die Thermik, dann kann man dort unter Umständen noch den rettenden Aufwind finden. Also Spätherbst, Winter, durchaus möglich, dass man dort was findet. Nun, fliegen wir wieder weiter, denn ich möchte euch was zeigen, und zwar die Kante, die wir vorhin besprochen haben, die circa im Bereich des Skywalk ist, und wenn man beim Südstartort steht, links davon. Ja, Moment, halten wir mal das Video wieder an, kann man besser zeigen und erklären. Wir kommen da jetzt eben von der Nordöst Seite, fliegen Richtung Südwest. Ja, und da ist sie wieder, unsere Kante, diesmal aber von der anderen Seite. Und was da gleich einmal auffällt, wir fliegen da quasi auf eine Wand zu. Ja, Wand, sagen wir halt so. Und ja, wenn da jetzt ein Ost, vielleicht sogar mit ein bisschen Nordosteinschlag ansteht, dann ist dieser Bereich auch ein Aufwindbereich. Und oben die Kante, wie wir schon gehört haben, eine thermische Abrisskante. Das war jetzt einmal der grüne Bereich. Man erinnere sich, wir hatten das ja schon einmal, hier die Grafik dazu. Den grünen Bereich abgeflogen, also der Bereich, der am meisten frequentiert wird. Und jetzt schauen wir uns ein bisschen näher den orangenen Bereich an, da wo natürlich auch geflogen wird, wenn halt Wind- und Wetterbedingungen passen. Sehen wir uns zuerst einmal die Hochkugelhausseite an. Hier ist das Hochkugelhaus, das Xerl zur Orientierung. Ja, und dann fliegen wir gleich einmal los. Start wieder vom Oststartplatz zum Wind. Wir haben einen eher schwächeren Ostwind, es ist ein östlicher Wind endlich, fast ein bisschen an nordöstlichen Einschlag. Ja, und da bei diesem Flug auch Thermik, und zwar eine einsetzende Umkehrthermik. Zu dem Thema kommen wir noch. Ich fliege da jetzt unmittelbar rechts vom Oststartplatz, und dieses Gelände schauen wir uns einmal ein bisschen näher an. Und da halten wir gleich einmal das Video an, denn da gibt es schon das erste zum Sehen. Zum besseren Verständnis habe ich das Gelände hier wieder mit dieser Strichpunktlinie markiert. Genau hinter dieser Kuppe, ja, so könnte man das nennen, oder besser gesagt auf dieser Kuppe eigentlich, ist der Oststartplatz. Und links vom Bild, man sieht es noch nicht, wenn das Video weiterläuft, sieht man es dann schön, ist ein richtiger, kann man sagen, Taleinschnitt in der hohen Wand. Ja, und dieser vorgehobene Bereich kann natürlich bei östlichen Wind, also eher bei Ost, wenn es so Richtung Ost-Nordost geht, einen Lehbereich darstellen. Ja, und wir haben ja, wie ich eingangs gesagt habe, beim Start des Fluges einen östlichen Wind, und ich fliege da gleich Richtung dieser Felswand. Man sieht es ja ganz schön, und das hat einen ganz besonderen Grund. Man sieht es nämlich auch schön am Sonnenstand, denn wir haben es bei diesem Flug, da war es schon später Nachmittag gegen Abend hin, die Sonne steht schon sehr westlich, und dieser Hang, dieser Bereich ist von der Sonne beschienen. Ja, und da entsteht natürlich Thermik, da geht es rauf, thermisch eben. Und hinter dieser Linie geht der Hang natürlich runter, und da steht dann der östliche Wind an. Aber fliegen wir mal weiter, und man sieht es da schön. Ich steige, ich bin im thermischen Aufwind drinnen. Jetzt komme ich gleich in den dynamischen Aufwind vom östlichen Wind. Da hebt es mich noch einmal, und da nutze ich das meiste Steigen und ich drehe um. Meteorologisch nennt man das eine Konvergenz. Aber da sieht man jetzt gleich diesen Taleinschnitt, also diesen Einschnitt in die hohe Wand. Da sollte man vorsichtig sein mit dem Hineinfliegen. So, jetzt schauen wir wieder mal von oben auf die hohe Wand runter, denn wir sind mittlerweile an einer weiteren sehr interessanten Stelle an der hohen Wand, und zwar funktioniert die gut beim östlichen Wind. So, da ist das Xerl, wo ich beim Anhalten des Videos befunden habe. In diesen Bereichen gibt es auch zwei Felswände, kann man sagen, zwei Bereiche der hohen Wand, die regelrecht nach vorspringen, um es so auszudrücken, und diese Wände sind eher nach Ost ausgerichtet.
Wenn man genauer hinschaut, dieser Bereich, den nennt man übrigens große Kanzel, ist sogar Richtung Nordost ausgerichtet. Dieser Bereich ist auch extrem steil abfallend, fast senkrecht und auch gar nicht einmal so kurz. Also wenn der Wind dort ansteht, kann man dort wirklich gut sauen. Und in diesem Bereich gibt es noch was sehr Markantes, nicht zu übersehen, einen ganz, ganz tiefen Taleinschnitt, den Leitergraben. Der ist wirklich sehr, sehr tief und ein regelrechtes Tal. Da sollte man eher auch nicht reinfliegen, wenn man tief ist und unter der Kante. Abgesehen von den Leh-Effekten, die man da drinnen haben kann, ja, ist es auch eine regelrechte Düse. Wenn da der Südostwind ansteht, wird es da drinnen regelrecht verstärkt und beschleunigt. Und wenn man sich da zu weit reintreiben lässt, kann es einmal schwierig werden, da rauszukommen. So, Dalle, fliegen wir weiter, denn in der Praxis sieht man das auch schöner. Ich bewege mich da jetzt im Bereich des ersten Felsvorsprunges, wenn man das so sagen will, der ersten Kante, und erhebt es mich ja auch schon wunderbar. Ja, jetzt drehe ich um, jetzt sieht man das von der anderen Seite, ich fliege da Richtung Hochkugelhaus, ein bisschen sieht man es ja auch. Da muss man aufpassen, da kommt beim Hochkugelhaus eine Hochspannungsleitung rauf, die sieht man sehr, sehr schlecht. Daher halten wir das Video einmal an und markieren den Bereich, wo die Hochspannungsleitung raufgeht. Die Leitung verläuft zum Teil deutlich über den Baumwipfeln, besonders im Bereich der Hangkante. Man sieht ja auch zum Teil den Mast, der weit hoch raufreicht. Da sollte man sehr vorsichtig sein, wenn man da an der Kante sort, nicht dass man dann in der Leitung landet. Wir fliegen wieder weiter und ich befinde mich da an der großen Kanzel, der Kante, die eher nach Ost-Nordost ausgerichtet ist. Und jetzt sieht man wunderbar diesen tiefen, langen Einschnitt in der hohen Wand, den Leitergraben. Da stoppen wir gleich wieder mal, denn da gibt es was Interessantes, nämlich nahezu dieselbe Situation wie gleich ganz am Anfang des Fluges, nämlich auch da einen sonnenbeschienenen Hang in den Graben hinein zu. Und das bedeutet, dass genau von dort her, gerade im Felsenteil, Thermik aufsteigt. Ja, und genau von der Gegenseite an der Kante drückt der östliche Wind drauf. Und da passiert jetzt natürlich was Feines. Auf der einen Seite am sonnenbeschienenen Hang geht die Thermik rauf und auf der anderen Seite haben wir den Ostwind, den Nordostwind anstehen. Und zusammen ergibt sich dann über der Kante eine Konvergenz, das heißt, beides vereint sich und wir haben da oben drüber einen tollen, schönen Aufwind. Der thermische Anteil ist natürlich nicht wie ein Wind gleichmäßig und andauernd. Es pulsiert natürlich, da steigen die Blasen auf, die warmen. Und oben über der Kante wird natürlich dann dieser thermische Aufwind von in dem Fall Ostwind, Ost-Nordostwind, dann halt verdrückt in die Windrichtung. Das muss man dann beim Thermikkurbeln berücksichtigen. Das ist aber dann noch etwas später ein Thema. Nun, wir fliegen wieder weiter und dann sieht man gleich noch einmal die Stromleitung, die hier zum Hochkugelhaus raufgeht, dass man da nicht reinfliegt. Aber da bin ich ja mittlerweile schon deutlich über der Kante drüber. Und das nützen wir gleich einmal, weil man sieht gleich wunderbar diese beiden Kanten und diesen tiefen Graben, der sich da in die Wand hineinzieht. Man könnte auch sagen, hier sieht man auch die beiden Prallwände, wo ein Ost-Ost-Nordostwind schön ansteht und Aufwind erzeugt. Und weil man das auf diesem Bild gleich so wunderbar schön sieht, nehme ich den letzten Bereich der hohen Wand, also Richtung Südwesten gesehen, der letzte Bereich der hohen Wand, der noch nach Südost ausgerichtet ist. Dieser Bereich natürlich, eben weil Südost ausgerichtet, braucht es einen Südostwind oder sogar ein bisschen Südwind kann auch dort gut gehen, dass man sich dort halten kann. Bei Ostwind schaut es nicht besonders gut aus. Was man hier auch besonders gut sieht, dass die hohe Wand regelrecht einen Knick macht und dann der weitere Bereich dann Richtung Süd ausgerichtet ist.
Schauen wir uns das wieder mal von oben an. Da haben wir noch den letzten südöstlichen Teil der hohen Wand, der nach Südost ausgerichtet ist. Und dann der südliche, wobei schon ein Teil schon fast einen südwestlichen Touch hat. Schauen wir uns einmal diesen Bereich der hohen Wand etwas näher an. Aber man muss eins dazu sagen, dynamisch, also mit Hangaufwind geht es dort nur, wenn es einen Südwind hat. Kann sogar leichter Südwesteinschlag sein. Aber da kommt man dann in diesem Bereich nur einmal sehr schwer hin. Insbesondere, wenn es keine Thermik hat. Denn wenn man rein dynamisch dorthin kommen will, also wenn von Haus aus schon ein südlicher Wind vorherrscht, bildet die große Kanzel einen ziemlichen großen Lehbereich, der bis in den Bereich des Hochkugelhauses reichen kann und dort das Fliegen sehr unangenehm und recht turbulent machen kann. Natürlich kann es auch vorkommen, dass man bei einem Südostwind startet, sich schön über der Wand halten kann und wenn man das mitbekommt, dass der Wind am Drehen ist, zum Beispiel eben gegen Süd, und man dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort, also der richtige Ort wäre dann in dem Fall der südlich ausgerichtete Teil der hohen Wand, kann man dort auch dynamisch wunderbar tolle Flüge erleben. Dies kommt aber wirklich recht selten vor. Ja, und natürlich hat auch der südlich ausgerichtete Teil der hohen Wand seine Felsvorsprünge, seine Felsnasen. Natürlich sind auch diese hervorragende Abrisskanten für Thermik. Wie ich schon gesagt habe, ist gerade in diesem Bereich, also im südlich ausgerichteten Teil der hohen Wand, selten wirklich ein guter Südwind anzutreffen. Wenn die Wettersituation labil wird, sprich thermisch wird, dann haben wir in diesem Bereich meistens einen Südost, sogar mehr Richtung Ost. Und wenn das so eben ist, dann bieten diese Felsnasen, die wirklich markant ausgeprägt sind, einen Aufwindbereich, weil dort der Wind eben ansteht. Zugleich sind es auch hervorragende, wie ich ja schon sagte, thermische Abrisskanten. So, jetzt schauen wir uns einmal ein bisschen genauer an, warum wir da meistens eher einen östlichen Wind in diesem Bereich haben, wenn es thermisch wird. Denn dieser Bereich bildet ein richtiges, engeres Tal. Somit gibt es hier auch einen Talwind und wenn es eben thermisch wird, saugt da die Luft ordentlich durch. Und natürlich hat diese Düse dann einen Einfluss auf den überregionalen Wind, sprich wenn es über der hohen Wand einen Süd-Südostwind hat, verbiegt dieser thermische Wind, dieser Talwind, den Wind an der Kante Richtung Ost. Die hohe Wandflieger, die hier öfters fliegen, kennen dieses Phänomen nur zu gut. Denn das Blöde an der Geschichte ist nämlich dies, wenn man in dem Bereich, also da im südlich orientierten Bereich der hohen Wand, nicht hoch genug fliegt und dann an der Kante herumkrebsen muss, wenn man da kein Thermik mehr gefunden hat oder dergleichen, dann steckt man dann zu oft in diesen östlichen thermischen Wind drinnen. Und dieser kann recht kräftig werden, dass man dort nicht mehr gegen den Wind ankommt und dort regelrecht absitzt, sprich absauft. Zum Glück gibt es dort Außenlandemöglichkeiten. Schauen wir uns das Ganze mal in Natura, sprich im Fluge an. Ich bin da gerade ums Eck auf den südlichen Bereich geflogen. Zur Orientierung, da das grüne Xl, da bin ich bei dieser Hütte gerade vorbeigeflogen. Und weiter geht's Richtung Westen. Und da vorne sieht man gleich diese große Felsnase, hier zu sehen auf der Karte, bei der ich hoffe, einen Aufwind zu finden. Das heißt, dass ich dort umdrehen kann, ohne größeren Höhenverlust, weil hoch über der Kante bin ich da gerade nicht. Bei diesem Flug hatte ich einen leichten Südost- bis Südwind und aber auch gute Thermik. Halten wir das Video wieder einmal kurz an, denn ich möchte euch da noch die nächste Felsnase zeigen. Nicht die gleich am Vordergrund, wo ich umdrehe, sondern die weiter hinten. Man sieht sie eh sehr markant. Ich markiere sie da auch. Und das ist der Bereich der Wilhelm-Eichert-Hütte. Da gibt es sogar eine schöne Bucht hinein zu. Und
Wenn dort der Wind ansteht, kann man in diesem Bereich wunderschön Höhe machen. Nur hätte ich da deutlich höher sein müssen, stetig steigen. Ja, das war aber nicht. Deswegen drehe ich sicherheitshalber um, dass ich auch wieder zurückkomme. Was man auf diesem Bild wunderbar sieht, dass die hohe Wand deutlich ansteigt. Das macht übrigens die hohe Wand Richtung von, also gesehen von Ost Richtung West über die ganze Länge. So, jetzt drehen wir da gleich einmal um. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel Höhe verliere, dass ich da über der Kante bleibe. Und wir halten das Video gleich noch einmal an. Denn es kommt, nennen wir es einmal so, die erste Felsnase ins Blickfeld, nämlich die ist dort platziert, wo die hohe Wand den Knick macht, wo die Wand dann eben Richtung Süd ausgerichtet ist. Und weiter geht's. Ich fliege da gleich links ums Eck, also da um den Knick herum, wo die Wand dann wieder Richtung Südost ausgerichtet ist. Ja, und da bin ich schon mittlerweile. Da sieht man auch schön, dass auch in diesem Bereich ein paar so Buchten rein gibt, wo man da auch guten Aufwind finden kann. Selbstredend natürlich nur, wenn der Wind auch dort passt, vorzugsweise Südost schon mit einem leichten Südeinschlag. Wir fliegen wieder im Bereich des Hochkugelhauses und da gibt es noch eine, ja, sagen wir Kante, die ich euch noch zeigen möchte. Dazu halten wir das Video bekanntermaßen wieder mal an. Ja, wir blicken da Richtung Nordost, also auch Flugrichtung wieder zurück in den Bereich der Startplätze. Und hier gibt es noch eine Felsnase, einen Felsvorsprung, der bei einem östlichen Wind eine Leesituation erzeugen könnte. Aber genauso bei einem südlichen Wind gibt es dort Aufwind. Und fliegen wir wieder mal weiter. Ja, ich würde mal sagen, wir haben den Bereich rund ums Hochkugelhaus und aber auch den südlichen Bereich, sprich ums Eck der hohen Wand, behandelt. Die wichtigsten Sachen sind einmal gesagt worden. Ja, und dann gibt es noch den Teil der hohen Wand, nämlich den Bereich rund ums Kohlröselhaus und Richtung, weiter Richtung Wandeck. Und wir blicken wieder von ganz oben auf die hohe Wand herunter und es handelt sich da jetzt um diesen Bereich, den wir uns näher anschauen wollen. Gehen wir ein bisschen näher heran, da sieht man etwas mehr vom Gelände. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, und auch dieser Bereich der hohen Wand hat seine, ja, kann man ruhig so sagen, seine Ecken und Kanten. Ja, um zu diesem Bereich einmal zu kommen, also dem Bereich des Kohlröselhauses, muss man ein regelrechtes Tal überqueren. Und zwar das, wo die hohe Wandstraße hinaufführt. Hier einmal etwas hervorgehoben, damit man das schön erkennen kann. Und was man da auch ganz gut sieht, dieser sehr tiefe, also wirklich ganz tiefe Einschnitt in das hohe Wandplateau, wie schon gesagt, da wo die hohe Wandstraße auch hinaufführt, reicht weit nach hinten und ganz wichtig, er ist auch sehr breit. Ja, und in diesem Zusammenhang sollte man auch eines bedenken. Ich sagte dies schon in diesem Video. Die hohe Wand ist Richtung Nordost abfallend. Das bedeutet, dass der hier markierte Bereich, also da die orangene Strichpunktlinie, deutlich niedriger ist als der Bereich zwischen den Startplätzen und dem Almfrieden und der roten Wand. Schauen wir uns das anhand eines Fluges an. Hier fliege ich Richtung Südwest und bin aber leider schon ein bisschen unter der Kante. Halten wir das Video an, denn so kann ich euch ein bisschen genauer zeigen, was ich da alles meine. Was man hier wunderbar sieht, dass die hohe Wand da Richtung Südwest deutlich ansteigt und deutlich höher ist als die Kante beim Kohlröselhaus. Das ist insofern relevant, wenn man hier, wie man es am Bildschirm sieht, entgegen meiner Flugrichtung kommt, also aus Richtung der Startplätze, man quasi Richtung Kohlröselhaus immer runterfliegt. Daher sollte man bedenken, wenn man, ja, nennen wir es halt einmal so, die Talquerung Richtung Kohlröselhaus wagt, dass man dann in dessen Bereich auch wieder einen thermischen oder dynamischen Anschluss findet.
Ja, und wenn man dort keine Höhe mehr machen kann, also das heißt, da reicht auch schon ein Nullschieber im Grunde, dass man dort nicht steigen kann und deutlich über die Kante beim Kohlenrüsselhaus kommt, dann ist es keine Garantie mehr, dass man wieder Richtung Startplatz kommt. Das heißt, da diese, ja, bleiben wir dabei, Talquerung über die Hohe Bahnstraße Richtung Almfrieden auch wieder schafft. Ja, und mir passiert genau das. Ich habe eben nicht genug Höhe. Da in dem Bereich, wo man da diese Talquerung eben macht, diesen tiefen Einschnitt, gibt es eben keinen Aufwind mehr und ich schaffe den Anschluss beim Almfrieden nicht mehr. Sehen wir uns den nordöstlichen Bereich der Hohen Wand weiter genauer an. Kurz nach dem Kohlrüsselhaus, hier als grünes Xl markiert, ja, da sieht man das ganz schön, springt die Hohe Wand regelrecht vor und bildet eine südlich ausgerichtete kurze Kante. Genau dieser hervorgehobene Bereich, also auch der Bereich direkt beim Kohlrüsselhaus, kann einem noch die nötige Höhe wieder verschaffen, dass man zurück Richtung Almfrieden, also Richtung Startplätze kommt. Dieser Bereich, den wir uns jetzt einmal genauer ansehen wollen, der ist auch etwas größer, denn da spielen ein paar meteorologische Sachen eine ganz wichtige Rolle. Selbstredend natürlich der vorherrschende Wind, also sprich die Hauptwindrichtung, und gerade in diesem Bereich der Hohen Wand, also besser gesagt im ganzen nordöstlichen Teil der Hohen Wand, dadurch die Hohe Wand dort ja nicht mehr so hoch ist, die Felswände nicht mehr so hoch sind, spielt die Thermik eine ganz, ganz große Rolle. Nun schauen wir uns einmal für den markierten Bereich hier die Windsituation an. Das ist relativ einfach und recht schnell zum Erklären, das könnt ihr euch, so nehme ich einmal an, ja eh gleich denken. Problematisch unter Anführungsstrichen wird es dort nur bei einem Ost-Nordost-Wind, dann bildet sich in diesem Bereich auch eine Leesituation aus. Ja, hängt natürlich davon ab, wie stark das der Wind ist. Und dann dazu natürlich, ob es einen thermischen Einfluss auch dort gibt. Bezüglich der Thermik, da kommen wir gleich noch dazu für diesen Bereich. Was aber zum Erwähnen ist und sehr interessant für diesen Bereich gilt da beim Kohlrüsselhaus, ist, wenn wir, ich sehe das ja eh schon, Südwind, also Südostwind. Da kann man sich unter Umständen dort in dem Bereich noch halten. Das geht sogar besonders am späteren Nachmittag, wenn die Sonne dort schön reinscheint. Ja, und da kann schon mal passieren, man hält sich dort und im Bereich, so wo da üblich geflogen wird, so zwischen den Startplätzen und Almfrieden, saufen die Leute ab. Das gibt's auch. Kommt aber eher ein bisschen seltener vor. Und wir sind schon beim Thema Thermik für genannten Bereich. Und zwar im Besonderen genau der Bereich dort beim Kohlrüsselhaus. Denn da gibt's was ganz was Schönes. Und zwar, schauen wir uns das mal genauer an, ich hebe das jetzt einmal vor. Dieser Hang da, genau dieser Bereich, der ganze Wald und auch die Wiesen und Felder unten, nämlich genau um die geht es nämlich, die Wiesen und die Felder dort unten. Ja, da steigt ziemlich wunderschön an zu den Felsen und gar nicht einmal so flach. Da steigt es ganz schön an. Und wenn da am Nachmittag dort die Sonne reinscheint und reinknallt, sagen wir es einmal so, wenn halt die Sonne da reinscheint, ja, da kann sich dort eine unheimlich gute und schöne Thermik bilden und das sogar nicht direkt unbedingt direkt an der Kante beim Kohlrüsselhaus, sondern sogar ein bisschen weiter davor. Das schauen wir uns dann später beim Flugvideo an. Also der Bereich kann da ganz gut und ganz interessant sein, weil unten an der Waldkante von den Feldern, vor allem in Kombination dann mit einem leichten Südwind, also Süd-Südostwind, der das dann noch fördert, das Aufsteigen und das Abreißen der Thermik an der Waldkante dort unten. Ja, das kann einen retten und dort kann man auch ganz schöne Höhen zusammenbringen, thermisch bedingt. Dynamisch weniger durch den Aufwind. So, Dale, jetzt haben wir uns einmal genug Bilder und Grafiken angeschaut. Gehen wir gemeinsam in die Luft und schauen wir uns die Situation dort vor Ort im Zuge eines Fluges an. Und wir sind schon in der Luft, halten aber gleich einmal das Video an, denn es gibt hier einen guten Überblick über das Gelände, was wir uns vorhin gemeinsam anhand der Grafiken angesehen haben. Links oben sieht man auch schön das Kohlrüsselhaus.
Wir fliegen weiter Richtung Nordost, genau auf die südlich ausgerichtete Wand zu. Und da machen wir auch wieder mal einen Stopp. Denn was man hier jetzt sehr schön erkennen kann, und da braucht man auch gar nicht groß Grafiken dazu machen, wir fliegen ja, wie ich gesagt habe, da Richtung Nordost, und wenn da jetzt ein Ost-Nordost-Wind wäre, wären wir genau im Lehbereich dieser Wand, also in diesem Bereich drinnen, und da wäre es jetzt nicht mehr ganz so ruhig in der Luft. Wenn aber es einen schönen, guten Südost- oder gar Südwind hätte, ja, bei dem Flug war es auch so, nur war da recht schwach, ja, dann hat man genau in diesem Bereich, den wir da sehen, einen schönen Aufwind und man könnte wieder Höhe machen und unter Umständen sogar schön über die Kante kommen. Fliegen wir mal weiter. Ja, ich fliege eben auf dieser Kante zu, eben weil es da den südlichen Wind hat. Man sieht es dann ganz kurz, dass ich einen Heber habe, dass ich da ein bisschen steige. Ich drehe auch da gleich um, ob ich da ein bisschen was mitnehmen kann. Ja, aber leider Gottes, es reicht nicht. Der Wind ist zu schwach und im Gegenteil, ich baue sogar Höhe ab, weil ganz einfach ich da in einen Thermikbereich reinfliege und vorher das erhöhte Saufen, also ja, erhöhtes Sinken kann man sagen, ist, bevor ich da in den Aufwindbereich reinkomme. Ich halte das Video deswegen wieder an, weil man hier wunderschön den, ja, sagen wir, den Bereich sieht, den ich in der Grafik vorhin beschrieben habe, wo schön Thermik raufkommen kann. Man sieht es von der Blickrichtung leider Gottes nicht so gut, da fällt es ordentlich ab zu den Wiesen, zu den Feldern da unten. Ein bisschen weiter hinten ist die Ortschaft, und zwar Stollhof ist das die Ortschaft, und da von da unten in diesen geschützteren Bereich der Felder und der Wiesen, da kommt gern Thermik den Hang hinauf, und auch bei diesem Flug. Ja, fliegen wir wieder weiter. Ja, ein bisschen Aufwind habe ich da. Man sieht es ja wunderschön bei den Aufnahmen. Es ist bewölkt und somit ist die Thermik da ein bisschen eingeschränkt. Mit dem Messer zwischen die Zähne versuche ich dann da mit allen möglichen Tricks, also mit möglichst nur Gewichtsverlagerung zu kreisen, kaum Bremse, dass ich da wieder circa auf Kantenhöhe komme. Sehen wir uns noch den restlichen nordöstlichen Teil der Hohen Wand an. Dieser Bereich der Hohen Wand ist deutlich niedriger wie Richtung Südwesten, weil, wie ich hier schon mehrmals sagte, die Hohe Wand steigt Richtung Südwesten deutlich an. Die Felswände sind bei Weitem nicht mehr so hoch, auch dichter bewaldet, also da muss man schon ein bisschen aufpassen, da muss der Wind wirklich schön anstehen oder auch entsprechende Thermik vorhanden sein, dass man es wagt, da nach hinten zu fliegen. Ja, auch in diesem Bereich gibt es ein paar Felsvorsprünge, ein paar Felsnasen, so wie ich sie in dem Video für die anderen Bereiche der Hohen Wand schon beschrieben habe, aber die sind bei Weitem nicht so extrem ausgeprägt. Ja, aber dennoch schauen wir noch einen Blick aufs Wandeck, und zwar das nordöstliche Ende der Hohen Wand. Ja, und da sind wir schon am Wandeck. Wandeck deswegen, weil die Hohe Wand hier ein richtiges Eck macht, und zwar am Bild oben, also eher im rechteren Bereich, das schauen wir sich später noch ein bisschen näher an, fällt die Hohe Wand dann kontinuierlich, zum Teil auch steil, in das Piestingtal ab. Was es hier am Wandeck aber auch noch gibt, ist eine größere Einbuchtung, eine Bucht in der Wand drinnen. Diese ist zwar bei weitem nicht so spektakulär wie dieser große Einschnitt beim Gasthof Almfrieden bei der Roten Wand, wie ich diese hier schon im Video beschrieben habe, aber dennoch ist es da ein bisschen tricky. Ja, und warum das da so ist, am Hohe Wand, Wandeck, ja, da müssen wir ein bisschen weitläufiger schauen. Hier an diesem Bild sieht man wunderbar, warum das Wandeck eben Wandeck heißt. Hier sieht man wunderschön das nordöstliche Plateau der Hohen Wand und ich habe dann noch das besagte Eck hervorgehoben mit dieser Linie. Und man kennt ja den Spruch, da pfeift's ordentlich ums Eck, trifft hier bezüglich des Wandecks ganz genau zu.
Denn genau in dem nordöstlichen Bereich der Hohen Wand, also Bereich Wandeck, treffen eine ganze Menge verschiedene Windsysteme aufeinander. Da hätten wir zum ersten den Talwind, der oft und gerne, natürlich wenn es dementsprechend thermisch ist, im Biestingtal bläst, hier hervorgehoben hell. Ja, und das hat natürlich einen markanten Einfluss, welchen Wind es da an Wandeck haben kann. Dann haben wir die ganze thermische Aktivität in der neuen Welt hier hervorgehoben, also eben in hell. Ja, da steigt die neue Welt ordentlich an, also zur Hohen Wand, das ist eh klar, das sieht man ja hier schön, aber auch Richtung Drei Städten, das ist die Ortschaft, die oben am Berggrat liegt, wo es dann in weiterer Folge hinuntergeht ins Biestingtal. Da steigt es ordentlich an und da kommt auch ordentlich Thermik hinauf. Und dann hätten wir als drittes noch das nordöstliche Hohe Wandplateau. Ja, man sieht hier am Bild ja ganz schön, da gibt es eine ganze Menge Weideflächen, die selbstredend auch recht trocken sind, weil das alles ein Kalksteingebiet ist. Das Wasser versickert dort recht schön. Ja, und wenn da die Sonne reinknallt dort oben auf die Weiden, gibt es auch ganz schöne Thermik dort mit entsprechenden Ablösen. Also, all das Genannte hier hat dementsprechend ganz schönen Einfluss auf den überregionalen Wind, den ich da in dieser Grafik noch nicht einmal eingezeichnet habe. So kann es schon einmal vorkommen, und das werden mit Sicherheit Piloten, die hier regelmäßig auf der Hohen Wand fliegen und das Fluggebiet auch etwas besser kennen, schon selber erlebt haben. Wenn ich da jetzt am Wandeck fliege und ich habe da einen, naja, was meistens üblich ist, einen Ost-Südost-Wind und ich drehe dann am Wandeck, also genau an der Ecke um, fliege wieder zurück Richtung Südwest an der Kante und auf einmal habe ich dann den Aha-Moment. Hoppala, auf einmal habe ich Gegenwind an der Kante. Das liegt oft daran, dass es da thermisch ordentlich raufkommt, die Hohe Wand. Erinnert euch, ich habe ja gesagt, die Hohe Wand steigt da ganz schön an. Und dann habe ich auf einmal entgegen der Hauptwindrichtung an der Kante, also wenn ich nicht zu hoch drüber fliege, auf einmal Gegenwind. Dieselbe Situation aus einer etwas anderen Perspektive. Ich habe da den Bereich, wo das hauptsächlich vorkommt, wo man das erleben kann, hervorgehoben, also da, wo es heller ist. Wenn man dann weiter Richtung Südwest, also Richtung Kohlröselhaus, man erinnere sich, das grüne Xerl, wenn man da in den Bereich hinkommt, nimmt dieser Effekt deutlich ab und man hat dann nicht mehr diesen starken thermischen Gegenwind. Achtung, kommt nicht immer vor, aber man kann das einmal schon dort erleben. Und dann hat man wieder den gewohnten Ost-Südostwind als Rückenwind, der einen dann weiter Richtung Startplatzbereich schiebt. Was noch zum nordöstlichen Teil der Hohen Wand zu sagen ist, dass dieser windanfälliger ist. Das Gelände dort ist offener und freier. Der Wind vom Wiener Becken her kann leichter in das Gebiet reinkommen über das Biestingtal. Man erinnere sich, man sieht es hier oben im Bild, das Biestingtal. Das wirkt doch ein bisschen wie eine Düse. Also da ist in dem Bereich, im nordöstlichen Teil der Hohen Wand, der Wind dann oft merklich stärker als im Bereich zwischen den Startplätzen und dem Gasthof Almfrieden, also sprich Rote Wand. Im nordöstlichen Teil der Hohen Wand, also der Richtung Wandeck, ist meistens auch der Wind eher Richtung Ost-Nordost verbogen. Verbogen deswegen, man erinnere sich an die ganzen Komponenten, Windsysteme, die da auf den Hauptwind, also auf die Hauptwindrichtung einwirken können. Da wirkt vor allem das Biestingtal, also da kann zum Beispiel ein südöstlicher Wind eher Richtung Ost-Nordost verbogen werden. Und dann ist es in diesem Bereich oft eher turbulenter, vor allem wenn man in Kantenhöhe oder ein bisschen drüber nur fliegt, also nicht besonders hoch über der Kante drüber in dem Bereich, dann kann es dort eher turbulent und unangenehm werden, weil es immer so halb leeg ist, mit Thermik vermischt, also ist dann nicht so gemütlich dort. Da ist es dann oft besser und angenehmer, wenn man versucht, dort eher hoch zu fliegen. Hat man es aber direkt zum Wandeck geschafft, hat sich vorher ordentlich durchbeuteln lassen,
eben wie gesagt, der Bereich ist eher nicht ruhig, eher die turbulentere Ecke von der hohen Wand. Ja, und da, ich habe den Bereich hier vorgehoben, man erinnere sich, dieser Bereich fällt ja dann auch Richtung Biestingtal, Richtung Dreistetten ab. Kann man dort auch in diesem Bereich einen dynamischen Aufwind finden und sich vielleicht noch unter Umständen retten, dass man die Höhe hat, wieder zurück Richtung Kohlröselhaus zu kommen? Ja, und das war's schon bezüglich des Bereiches der nordöstlichen hohen Wandkante, also hohe Wandbereich. Ja, und somit haben wir eigentlich den ganzen normal, unter Anführungsstrichen normal fliegbaren Bereich der hohen Wand und was Wind, Thermik und so weiter, eventuell Lehproblemchen, Turbulenzen und dergleichen, die man da erwarten kann, gemeinsam angesehen. Ein paar Videoaufnahmen habe ich noch für den Bereich. Leider habe ich da nicht besonders viel, weil meistens, wie ich ja da im Video jetzt auch gesagt habe, bin ich dort recht hoch geflogen. Da sieht man dann nicht so viel vom Gelände unterhalb. Ja, aber dennoch, das möchte ich euch nicht vorenthalten, weil dazu kann man live, dass man es halt sieht, ein bisschen was dazu sagen zu dem Bereich. Und wir sind schon wieder in der Luft, diesmal über der Kante beim Kohlröselhaus. Hier sieht man den Bereich, wo die hohe Wand dann hervorspringt, nach dem Kohlröselhaus, wenn man Richtung Nordosten fliegt. Da sieht man auch gleich das Kohlröselhaus, wo wir vorbeifliegen. Jetzt wird es aber gleich interessant, denn wir sind da quasi weiter nach dem Vorsprung bei der hohen Wand und da stoppt man gleich einmal. Denn da sieht man jetzt diesen Vorsprung nach dem Kohlröselhaus hier in Flugrichtung Südwest, also Richtung Startplätze. So schaut es von der Seite aus und da sieht man, dass das doch ein markanterer Vorsprung ist von der hohen Wand. Und je nachdem, wie der Wind halt dort ansteht, also wenn man da einen Ost-, Südost-, Ostwind hat, ist in dem Bereich, wo ich da jetzt genau in dem Moment auf diese Kante hinfliege, kann es einen Aufwind geben, dass er dort wieder hebt, über die Kante hinaus. Von der anderen Seite natürlich ist dann dahinter ist Lee oder in dem Fall, wie es da jetzt ist, da scheint ja die Sonne rein auf der anderen Seite und dort kann es dann thermisch bedingt auch einen Aufwind geben. Also da das Eck ist sehr aufwindversprechend. Fliegen wir gleich einmal weiter und da sieht man auch wunderschön, dort in dem Bereich kann ich, weil der Wind dort auch sehr schön ansteht, kann ich höher machen und bin dann, ja, jetzt sieht man es gleich, wunderbar wieder über der Kante drüber. Der nordöstliche Teil der hohen Wand, also Richtung Wandeck, wird manchmal ein bisschen unterschätzt, wobei eigentlich dieser Teil thermisch schon einmal sehr aktiv sein kann und man dort wirklich große Höhen erreichen kann. Also 2000 Meter höher darf man dort nicht, wegen kontrollierten Luftraum von Spechater Flughafen, also kann man dort schon erreichen. Ich habe das Video wieder angehalten und zwar aus dem Grund, weil man hier einen wunderbaren Blick Richtung Wandeck, also Richtung Nordosten hat. Man sieht, ein paar so Vorsprünge gibt es da noch, aber wie ich hier da schon gesagt habe, die Felswände sind deutlich rarer, bei Weitem nicht mehr so hoch, es ist viel mehr bewaldet, also da in dem Bereich sollte der Wind halt wirklich anstehen und auch Thermik vorhanden sein, dass man da sicher wieder Richtung Kohlröselhaus, Richtung der Startplätze kommt. Ja, und das habe ich bei diesem Flug auch so gemacht. Bin wieder zurück Richtung Kohlröselhaus geflogen, um nicht abzusaufen. Ich schaffe es auch da in dem Bereich wieder schön höher zu machen. Sieht man ja hier wunderbar. Da kommt wieder der Bereich des Vorsprunges der hohen Wand beim Bereich Kohlröselhaus. Das Kohlröselhaus selber hat man da jetzt auch schön gesehen. Ja, und zum Abschluss die ganze hohe Wand in ihrer Pracht. Ja, fast die ganze hohe Wand. Also der Bereich, den wir in diesem Video ausführlichst besprochen haben. Im nächsten Themenblock möchte ich gerne mal auf drei Wetterphänomene, nennen wir es halt nochmal so, die zwar nicht nur da für den Bereich hohe Wand relevant sind, bis auf ein Thema vielleicht. Und zwar erstens einmal um das Thema Gewitter, das leider Gottes
viel zu oft nicht ernst genommen wird, da im Bereich hohe Wand. Ist eine ganz heikle Geschichte manchmal, kenne ich aus eigener Erfahrung. Dann das zweite ist ein allgemein übliches, sehr weit diskutiertes Thema, und zwar das Thema Sicht betreffend Nebel und niedriger Wolkenbasis. Und als drittes, das ist speziell hier für die hohe Wand ganz interessant, und zwar wir haben hier bei Südwindlagen, Süd-Südwestwindlagen eine kleine Welle, wo man hier auch sogar mit dem Gleitschirm, ja, man kann sich vergleichen mit den Föhnwellenfliegen in den Alpen, aber der Effekt ist schon ein recht ähnlicher. Das wollen wir daher auch noch besprechen. Und wir sind beim Thema Gewitter. Und hier am Bild sieht man gleich einmal so den richtigen Klassiker an der hohen Wand. Richtung Schneeberg hat sich ein Gewitter aufgebaut. Bei diesem Foto, da kann ich mich noch gut erinnern, da hat es auch schon gedonnert. Im Grunde sollte man da schon längst unten sein und keiner mehr in der Luft. Gut, soweit ich mich erinnere, war das ja auch keiner mehr. Zum Glück, weil kurz danach, so 14, 20 Minuten danach, hat es einmal ordentlich gekracht, gedonnert und geschüttet. Was leider sehr oft total unterschätzt wird, wie schnell sowas gehen kann. So ein Gewitter kann sich wirklich binnen Minuten ausbilden, wenn es so richtig labil ist. Und dann hat man dann die liebe Not, runterzukommen oder geschweige denn noch flüchten zu können vom Gewitter. Also das sollte man beileibe nicht unterschätzen. Der besseren Übersicht wegen schauen wir uns das Ganze von deutlich weiter oben an. Und zwar hier habe ich einmal die hohe Wand hervorgehoben. Man sieht hier auch, also links, eher so links unten im Bild, die ganzen Felspartien, das ist Rax und Schneeberg. Und rechts am Bild sieht man schön das Flachland, das Wiener Becken, das Steinfeld. Was auch nicht zum Vergessen ist, ist die bucklige Welt und das Rosaliengebirge. Bei labilen, gewittrigen Wetterlagen entsteht, wie hier schon genannt, der Klassiker. Sehr gerne entstehen dann Gewitter im Bereich Rax, Schneeberg, Wechselgebiet. Wechsel sieht man jetzt dann nicht auf der Karte, ist weiter südlicher. Die blöde Geschichte, muss ich sagen, will an der Sache ist, wenn Gewitter im Bereich des Schneebergs entstehen und man steht da am Oststartplatz, aber auch am Südstartplatz, ist die Sicht Richtung Schneeberg quasi nicht gegeben. Und man sieht erst dann, wenn schon so ein richtiger fetter Cumulus dort im Bereich des Schneebergs steht, da sieht man halt oben dann den Pilz, aber da ist die Sache schon so richtig am Dampfen und am Gewittern. Also unterm Strich eigentlich zu spät. Daher sollte man dringend die Wetterberichte schon in der Früh beherzigen, also wenn schon Gewitterneigung angekündigt ist und man schon sieht, dass im Laufe des Vormittags die Wolken zum Wachsen anfangen, Türmchen bilden, immer höher werden. Also da sollte man immer ganz genau drauf achten. Was ich aber auch euch sehr gerne ans Herz legen möchte, ist, ja, das kommt halt immer wieder vor, man fliegt da an der hohen Wand, da scheint noch die Sonne, es ist schön. Hinten, Rax, Schneeberg, wird es immer dunkler und dunkler. Vielleicht donnert sogar schon in der Entfernung. Man überhört das eben halt. Ja, und man unterschätzt, dass das Gewitter da gar nicht so weit weg ist. Denn Rax und Schneeberg sind circa Luftlinie so zwischen 10 und 15 Kilometer entfernt. Das ist punkto Gewitter nicht wirklich viel. Ja, und auch wenn die Gewitter dann dort ortsfest sein sollten, was aber nicht immer unbedingt der Fall sein muss, oft ziehen die Gewitter dann Richtung Südosten ab, also dann ins Wiener Becken hinaus, Richtung Rosaliengebirge. Ja, und diese Gewitter, wenn die so richtig einmal sich auslassen, erinnert euch an den Meteorologieunterricht, auch wenn es bei manchen vielleicht schon ein bisschen länger her ist. So ein Gewitter hat ordentliche Böenwalzen. Wenn es da richtig zum Schütten anfängt, gibt es in Bodennähe so richtig eine Squall. Da rinnt dann die kalte Luft, die stützt zu Boden und bildet dann eine Böenwalze in Bodennähe. Und diese Böenwalze kann locker vom Rax-Schneeberg-Gebiet, da gibt es auch genug Täler,
zu uns her, Richtung Hohe Wand, können uns dann in Bodennähe Böen walzen mit einem Windsprung. Also zuerst hat es vielleicht einen Südostwind, thermisch bedingt, und dann auf einmal dreht es um und da rauschen Böen, alle schon selber lebt, Böen mit 50 km/h plus in Bodennähe unten durch, aber aus West. Und da möchte man nicht gerade in der Luft sein, respektive noch schlimmer dann beim Landen sein. Das ist dann nicht so lustig. Ja, und wenn man dann da in der Luft ist, auch immer noch im Sonnenschein unter Umständen fliegt, fängt es auf einmal an, wie ganz toll zum Tragen. Man kriegt immer mehr Probleme runterzukommen, weil unten die kühle Luft, die warme Luft, die am Boden raufgelegen ist, abhebt, also dann animiert zum Aufsteigen. Ja, und dann wird es problematisch mit dem Runterkommen. Was aber dieser Kaltluftausfluss aus dem Gewitter, wie hier eben zum Beispiel im Rax-Schneeberggebiet, ebenfalls dann auslösen kann, sind weitere Gewitter, denn die warme Luft steigt auf, eben wenn es labil ist, die warme, heiße Luft im Wiener Becken draußen im Steinfeld, und dann baut sich schon das nächste Gewitter auf. Das gibt so richtige eine Kaskade. Wo sich auch sehr gerne Gewitterzellen, also wirklich ganz große, mächtige Gewitterzellen bilden, ist im Rosaliengebirge unter buckligen Welt. Auch wenn die Entfernung hier zu diesen Gewitterzellen, zu diesem Gebiet, wo eben gerne Gewitter entstehen, weiter weg ist zur Hohen Wand, sollte man das nicht unterschätzen, denn das sind circa ja, so 20, 25 Kilometer. Ja, das Wiener Becken ist eben und flach, und da können sich die Böenwalzen genauso bis zur Hohen Wand ausbreiten. Gut, das kommt zwar vielleicht bei Weitem nicht so oft vor wie von den Gewitterzellen, die sich beim Rax-Schneeberggebiet bilden, oder hinter der Hohen Wand passiert es im Alpenvorland, da können sich auch immer wieder Gewitter bilden, da aber meistens in Bezug bei Frontdurchgängern, also wenn Kaltfront da im Anmarsch ist und da vorher labilisiert. Ja, was man aber bedenken sollte, natürlich gilt da genauso, diese Kaltluftausflüsse, diese Böenwalzen von Gewittern von Rosaliengebirge, bucklige Welt können natürlich dann Gewitter auslösen, die näher sind bei der Hohen Wand. Also daher sollte man das immer im Blick behalten und schauen, das Wolkenbild, tut sich da was, labilisiert sich das, kommt das näher. Ja, dann punkto Gewitter, ganz, ganz wichtig, das Thema, ja, viel gesprochen, viel diskutiert, Klimawandel. Was mir aufgefallen ist, dass das Wetter deutlich dynamischer geworden ist, die Gewitteranfälligkeit ist höher. Also ich habe das Gefühl, dass die Gewitter mehr werden. Na, Gewittersaison im Sommer, also späteres Frühjahr, Sommer, und dass es da sehr, sehr flott gehen kann. Also da nicht unterschätzen und immer den Himmel und Wolkenbild genau beobachten und lieber mal früher landen gehen, als da was zu riskieren. Ja, ich habe da noch ein paar Aufnahmen entdeckt, die ich im Zuge eines Videoblogs eben aufgezeichnet habe. Und da bin ich am zeitigeren Vormittag noch vorm Gewitterigwerden geflogen. Und da kann man live hören, wie es mir beim Fliegen gegangen ist und was ich dazu sage. Schaut sich das einmal an. So sagen will, der Ablösen härter. Man hat es da jetzt schön gesehen, ich schaue da jetzt Richtung West. Ja, man beobachtet die Wolken. Die werden immer größer. Noch sieht man es nicht in Zeitraffer wachsen, aber man sollte die mal im Auge behalten. Aber dennoch, schaut, es geht echt gut. Es steigt immer besser und es wird immer toller, und der Bauch sagt mir, fliegen wir lieber raus, weil wir werden garantiert länger brauchen, bis wir unten sind. Ach ja, habe ich nicht gesagt? Draußen könnte es gut gehen. Und wie es gut geht, man sieht es da wunderschön. Ich steige da im Bereich auf Mauthöhe ordentlich. Ja. Der Flieger kommt halt durch, ich möchte es austesten. Mei, geht es gut. Aber immer schön auf die Wolken schauen, denn auch Richtung Südost vor uns, die Wolken werden größer.
und noch ein bisschen weiter draußen, so auf Höhe des Schullandeplatzes in der Talmitte. Es geht fantastisch. Aber vor uns, man sieht, die Wolken zeigen es genau, es wird immer labiler. Ja, jetzt sollte man doch schauen, dass man runterkommt, auch wenn es noch so gut geht und der Schirm so einen Spaß macht und sich sicher fühlt. Ach ja, ich hätte es ja fast vergessen. Ich nehme an, so mancher von euch wird sich jetzt fragen, wie war das dann da mit dem Wetter? Ist da was gekommen oder nicht? Ja, es ist was gekommen. Und wie? Nachdem ich den Schirm zusammengelegt habe, also schon den Rucksack hingestellt habe, Schirm alles eingepackt, hat es den ersten Donnerer gegeben. Es ist wahnsinnig schnell gegangen, es ist immer dünkler und dünkler und dünkler geworden. Ja, und dann eine halbe Stunde später ist dann der erste Tropfen gefallen. Und wie ich dann zu Hause angekommen bin, das war dann noch einmal circa eine halbe Stunde später, hat es aber ordentlich gewittert. Also mit ordentlich starken Regen, Krach, Boom, Lightshow und richtig so, was halt so einen ordentlichen Sommergewitter dazugehört. Kann ich eins sagen, war eine gute Entscheidung, rechtzeitig landen zu gehen. Ich bin trocken geblieben. Nun zum nächsten Thema. Ja, man sieht es hier auf dem Bild ja wunderbar. Es geht um das Thema Sicht und vor allem insbesondere Nebel, Wolkenflug, niedrige Wolkenbasis und so weiter. Ne, ist halt auch eine Standpunktsache, wo man sich gerade befindet, ob es Nebel oder eben Wolke ist. Ja, was soll man dazu sagen? Das ist ein Thema, was in der Szene extrem viel diskutiert, unten gehalten wird. Ja, möchte schon fast sagen, ein Tabuthema auch ist zum Teil und leider Gottes nicht ernst genommen wird, weil es passiert immer wieder einige Sachen, die auch nicht gerade schön sind und oft nur mit sehr viel Glück glimpflich ausgehen. Auch wenn der Talkessel vor der Hohen Wand genannt Neue Welt geschützt von den Vorbergen schon auch einmal nebelfrei ist und draußen im Wiener Becken im Steinfeld der dichte Nebel liegt, kann es dann schon passieren, dass diese kalte, feuchte Luft von Wiener Becken wie ein Wasserfall über die Vorberge regelrecht hineinrinnt und dann kann es binnen Minuten, das kann sehr, sehr schnell gehen, auch in der neuen Welt nebelig werden und man sehr schnell komplett die Sicht dort drinnen verlieren. Dieses Bild wurde aufgenommen vom Hohe Wandfuß hinaus, eben mit dem Blick in die neue Welt hinaus. Ja gut, so viel sieht man da jetzt nicht, eben weil der Nebel reinrinnt. Ja, und es hat nur ein paar Minuten gedauert, nachdem ich von dort weggegangen bin, war Sicht null. Ja, und hier habe ich auch ein paar Videoaufnahmen. Seht und hört aber selbst. Zwischen also im GoPro-Gurt. Ne? Ja, da, ja. Ist er, da ist er. Den Kompass hat er halt drinnen. Ne? Ja, braucht 500 dividiert durch 20. Das sind 25 Kilometer am Tag. Einige Piloten machen sich hier startklar. Naja, zum Glück, die meisten stehen und beobachten das Treiben. Was die Sicht anbelangt, naja, entscheidet selber. Weiter unten soll die Hohe Wand frei sein, sagen wir mal so. Wie es aber dann wirklich aussieht, sieht man dann noch etwas später im Video. Mir. Und wie viel ist denn der Schirm überladen, sag einmal? 7 Kilo genau. Echt? Ja, nehmen wir nicht da. Das wird doch nicht das Bild, Kerl.
Das Ganze von einem anderen Standort, vom Südstadtplatz aus. Ja, von da unten schaut es im ersten Moment gar nicht so schlecht aus. Es kondensiert und staut nur am Oststadtplatz selber. Nur, die ganze Geschichte ist die, dass sich das auch da sehr rasch ändert. Es kondensiert immer mehr und mehr, die Nebeldecke sinkt weiter ab, ja, und es wird weiter fleißig geflogen. Was die Sicht anbelangt, naja, seht selber. Was man aber nicht vergessen soll, man sagt immer wieder, ja, die Sicht fliegt mit. Okay, ein Tandemschirm oder generell sagen wir im Schnitt ein Gleitschirm fliegt mit 35 km/h. Und jetzt fliegen zwei Gleitschirme aufeinander zu, beide jeweils 35 km/h. Sprich, die fliegen mit 70 km/h aufeinander zu. Ob dazu die Sicht noch reicht? Nö, denkt einmal drüber nach. Ja, natürlich. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Naja, nun auch nicht. Und mea culpa, wer unter uns Flieger hat das nicht doch schon einmal gemacht? Wird schon gut gehen, fliegen wir, da ist eine Wolkenlucken, da kommen wir noch durch, da können wir landen. Ja, bei dem Flug natürlich, da war es genau so. Wir sind gelandet unten und wirklich, wir sind unten gestanden und es hat Zug gemacht. Und man hat nichts mehr gesehen. Das sieht man da noch ganz gut im Video. Der Nebel ist da unheimlich schnell hineingeflossen in die neue Welt. Wie gesagt, das kann sehr, sehr schnell gehen. Was ich zum Thema Sicht noch zum Sagen habe hier in der hohen Wand, was auch immer wieder mal vorkommt, dass wir eine relativ niedrige Wolkenbasis haben, also die vielleicht ja, so 50, 80 Meter über der hohen Wandkante ist und da, wenn es trägt und labil ist, kann man da sehr schnell in der Wolkenbasis drinnen verschwinden. Und wenn da mehrere in der Luft sind, kann das schon einmal echt gefährlich werden. Generell zum Thema Sicht sollte man gerade im Bereich hohe Wand sich mit den Sichtflugregeln beschäftigen und den Luftraum an sich, also da die Kombination, denn ja, zu oft eigentlich
er kneift mir ein bisschen die Augen zu und hält sich nicht so ganz an die geltenden Regeln. Also man sollte schon einmal zumindest wissen, was man da macht, wo und wie man da unterwegs ist, besonders was die Sicht anbelangt. So schnell kann's gehen. Ja, Flugzeit, Abgleiter 8 bis 10 Minuten und wir stehen am Boden und schaut mal selber. Ich würde sagen, die Sicht ist nicht gerade überragend. Passend zum dritten Thema, und zwar die Welle. Hier ein fantastischer Blick von Wiener Neustadt aus Richtung Schneeberg, Fischau, Vorberge und Hohe Wand am Horizont. Und ganz toll sieht man hier die Lentis, die herumstehen. Also da pfeift es ganz schön. Also passend zu unserem Thema die Welle. Dazu schauen wir wieder von weiter oben auf das Fluggebiet Hohe Wand. Bei Süd-Südwestwind, der auch draußen im Wiener Becken im Steinfeld bis am Boden hinunter durchgreift, also das heißt auch unten in den Ortschaften merklich bläst, also das kann dann so in etwa mit 20 km/h, 25 km/h, vielleicht sogar mehr sein. Ja, dieser Wind trifft dann, man sieht es hier ja an der Grafik, auf die Vorberge, die eben vor der Hohen Wand vorgelagert sind. Im Lee der Vorberge, also in der Neuen Welt, dem Tal, das der Hohen Wand vorgelagert ist, kann es in weiten Bereichen fast windstill oder sehr windschwach sein. In den Bereichen der Neuen Welt, die dann doch stetig und merklich gegen den Hohe Wandfuß ansteigen, ja, da merkt man den Wind wieder. Auch selber dann oben natürlich auf der Hohen Wand, da bläst der Wind dann auch. Muss aber, das ist nämlich das Interessante, dann gar nicht so stark sein. Warum? Das erkläre ich euch gleich. Dazu schauen wir wieder ins Wiener Becken draußen, in Steinfeld. Und zwar, da habe ich jetzt mit den blauen Pfeilen, da steht der Wind jetzt an den Vorbergen an. Naja, was macht er? Er kann nicht durch die Berge durchblasen, er muss dort oben drüber. Ja, und dieser Wind wird angehoben und bildet dann einen Aufwind. Ja, und man erinnere sich an den Meteorunterricht, der Klassiker Föhnlage in den Alpen. Das passiert hier im Kleinen und deutlich schwächer natürlich ebenfalls, und es bildet sich hinter den Vorbergen eine Welle. Die reicht dann mehr oder weniger bis zur Hohen Wandkante. Dadurch kann es dann auf der Hohen Wand selber auch etwas windschwächer sein, weil der Wind eben quasi drüber gehoben wird über die neue Welt. Nehmen wir mal folgendes Szenario an, was so mancher Hohe Wandpilot, der hier öfters fliegt, vielleicht schon einmal selber erlebt hat. Wir starten oben an der Hohen Wand an der Kante heraus. Es hat aber schon einen doch eher kräftigeren südlichen Wind. Ja, Sorn ist auch nicht schlecht wie Sorn da an der Kante. Es geht vielleicht so zwischen 100, vielleicht sogar 200 Meter über die Kante Soaring technisch in Aufwind hinaus.
auf. Ja, und dann irgendwann einmal merkt man, naja, eigentlich ist das mehr eine Stehpartie und es macht nicht so wirklich Spaß, da im Wind herumzustehen. Fliegen wir hinaus Richtung Landeplatz, Richtung Talmitte. Ja, und dann wird's spannend. Wenn man dann rausfliegt, wird man dann merken, vor der hohen Wand, vor dem Bereich Mautlandeplatz schon, man steigt immer noch, man steigt und steigt, es ist immer noch ruhig, man steigt und steigt, dann legt man halt die Ohren an, denkt man, komisch, wieso, warum steigt man denn da? Und das ist dann hier in der Karte hervorgehoben, der Bereich, wo oft die Welle steht dann. Ja, und da steigt man halt in der Welle. Und es ist ganz ruhig. Ja, irgendwann einmal wird das Steigen halt dann weniger. Man kommt höher rauf. Die Fluggeschwindigkeit wird auch immer langsamer, weil in der Höhe der Wind dann natürlich zunimmt. Das ist klar. Also man geht dann vielleicht sogar schon im Speed rein, die Ohren. Und dann sinkt man. Endlich. Man kommt endlich langsam, aber doch runter. Jetzt kommt aber dann das Nächste. Weil dann in etwa, also auch in der Talmitte dann draußen, wenn man auf der Höhe der Vorberge, das variiert immer ein bisschen, kommt man dann langsam aber doch ins Lee der Vorberge hinein. Und dann kann es dann ganz schön turbulent werden. Da unten, dann merkt man das eigentlich erst, den starken Wind. Und diese Turbulenzen können dann bis weit hinunter am Boden reichen. Und dann, ganz, ganz komisch, selber schon erlebt, am Landeplatz selber hängt der Wind sagt runter, da ist gar kein Wind und die letzten 50, vielleicht 100 Meter über dem Boden ist es fast windstill und landet dann ganz normal hinein. Also diese Situation kommt schon mal hin und wieder vor und da gibt es dann oft ganz schön große Augen bei den Piloten. Achtung, die ganzen Bereiche, die ich hier in der Karte gezeigt habe, die basieren zwar auf eigenen Erfahrungen, aber das variiert natürlich auch sehr, sehr stark mit der Windstärke, zum Teil natürlich dann auch mit der vorherrschenden Windrichtung, wie südwestlich der Wind dann wirklich ist, ob dann auch sogar noch ein bisschen thermische Geschichte mitspielt. Also da gibt es natürlich Variationen, das muss nicht immer gleich sein. Wetter ist eben sehr unterschiedlich und variabel. Das sollte man bedenken. Leider habe ich keine passenden Videoaufnahmen, die zum Thema der, nennen wir es so, der Welle von den Vorbergen, also was da dazu passen würde. Ja, ich hoffe aber, ich konnte jetzt anhand der Grafiken da ein bisschen was mitnehmen und verstehen, wie sowas hier an der hohen Wand entstehen kann. Und ja, das tut es schon auch einmal, so zumindest hin und wieder, und habe ich auch selber mehrmals erlebt. Ja, und passend zum Thema eben bezüglich Wind möchte ich gerne noch ein paar Worte verlieren. Und zwar, so denke ich, haben doch noch ein paar Piloten mit der Windeinschätzung respektive der Flugplanung, was den zu erwartenden Wind angeht, ein paar Problemchen. Ja, man sollte eigentlich schon vorher, bevor man ins Fluggebiet schaut, oder das ist ja heutzutage kein Hexenwerk mehr, dank Smartphone und Internetverbindung. Wir haben ja einen offenen WLAN-Punkt oben am Startplatz, also ist es durchaus möglich, das auch so zu nutzen. Auch einmal zu schauen, was macht der Wind in der Umgebung. Wir haben das ganz große Glück, dass wir hier in unserem Bereich im Wiener Becken draußen auf den Bergen oben eine ganze Menge Wetterstationen haben. Alleine die ZAMG, also die Zentralmeteorologische Anstalt, hat einige Wetterstationen, die sehr aussagekräftig sind. Und da sollte man immer wieder auch einmal einen Blick drauf werfen. Und nicht nur, was der Wind auf der hohen Wand macht. So kommt es zum Beispiel immer wieder mal vor, dass es zum Beispiel auf der RAX-Station, erinnert euch, das ist nicht so weit entfernt, circa Luftlinie, ja, 10, 15 Kilometer, die liegt auf 1500 Meter Meeresniveau, da kachelt es oft schon oben so mit 50, 60 km/h auf der hohen Wand. Da haben wir vielleicht nur 15 km/h, vielleicht einmal Böenspitze mit 20, aber es kann keiner sagen, wann der Wind durchgreift. Kann nämlich dann sehr schnell und leicht passieren, dass auf einmal hier auf der hohen Wand der Wind auch markant und sehr schnell zunimmt. Und wenn man da gerade in der Luft ist, nicht lustig. Und wenn man das schon vorher gesehen hätte, dass es auf der RAX
eben als Beispiel hier genannt, einen starken Wind hat, ebenso mit 40, 50 oder vielleicht sogar noch mehr Wind, dann sollte man sich das vielleicht doch überlegen, obwohl es im Moment vielleicht gut ausschaut, auf der hohen Wand zu starten. Aber auch auf die Wetterstationen im Wiener Becken draußen, da sollte man auch vielleicht ein Auge mal drauf werfen. Denn wenn es dort unten im Flachland im Wiener Becken draußen auch schon einen kräftigen Wind hat, da kann es schnell einmal so 20 bis 30 km/h Wind haben. Ja, und auf der hohen Wand ist es immer noch relativ ruhig, denn die Vorberge können dann diesen Wind draußen im Wiener Becken abblocken. Ja, das kann dann auch ein Indiz sein, dass das mehr werden könnte oder turbulent oder stark thermisch. Also man sollte auch die Blicke auf die anderen Wetterstationen, die in der Umgebung sind, einmal werfen. Ein Tipp am Rande, auf meinem YouTube-Kanal findet man einen V-Blog, und zwar den V-Blog Nummer 6, und zwar mit dem Titel Flugwetteraussichten, wo man genau sieht, wo ich da schaue und mit den ganzen Links, wo man diese ganzen Wetterdaten und das Ganze auch herbekommt. Schaut euch das zur Information vielleicht ebenfalls an. Zur besseren Orientierung schauen wir wieder von oben auf das Fluggebiet Hohe Wand. Und zur Erinnerung die Startplätze. Ja, und dann in weiterer Folge, was wir jetzt noch behandeln, sind die Landeplätze. Fangen wir gleich mit dem ersten Landeplatz an, und zwar der am meisten von den Freifliegern frequentiert wird, und zwar der Mautlandeplatz. Hier der Mautlandeplatz aus näherer Entfernung. Die eigentliche Landewiese habe ich hier jetzt hervorgehoben. Es ist aber kein Malheur, wenn man mal zu kurz, zu weit daneben hinkommt. Ja, nur sollte man halt, wenn das Gras hoch steht oder sogar ein Feld bewirtschaftet ist, das was manchmal oberhalb des Helmbereiches vorkommt, dass man den halt schnurstracks verlässt und nicht gerade dort den Gleitschirm zusammenlegt. Der Landeplatz bekam seinen Namen, weil hier die Hohe Wandstraße hinaufgeht. Bis Ende 2022 war es noch eine Mautstraße und da gab es auch das Mauthäuschen, wo am Wochenende und am Feiertag Maut kassiert worden ist für die Hohe Wandstraße. Ja, das ist zwar alles Geschichte, aber der Name bleibt eben Mautlandeplatz. Nun zur Topografie des Mautlandeplatzes, die sehr entscheidend ist bezüglich des Landens hier. Das Gelände steigt hier zum Teil terrassenförmig, stetig und markant Richtung Hohe Wandfuß an. Und Richtung Südwest fällt die Wiese auch leicht ab. Hier der Standpunkt, das kleine grüne Xerl, wo folgendes Bild entstanden ist, das einen guten Überblick über den Landeplatz gibt. Hier am Bild sieht man wunderbar, wie das Gelände steil ansteigt und diese Terrassen, die ich hier auch schon genannt habe, wo es auch ganz schön hohe Böschungen gibt. Des Weiteren auch, da eben Richtung Nordost jetzt gesehen, steigt die Wiese auch leicht an und ganz, ganz wichtig am Hintergrund sieht man ganz gut eine Stromleitung, die zwar isoliert ist, aber den Landeplatz regelrecht abschließt. Und unmittelbar hinter dieser Stromleitung geht die Hohe Wandstraße hinauf. Und noch ein anderer Blick, und zwar von noch einmal weiter unten Richtung Hohe Wand, Richtung Mautlandeplatz. Denn hier sieht man wunderschön, wie das Gelände Richtung Hohe Wandfuß ordentlich ansteigt. Also da geht es ganz schön rauf. Da sind auf alle Fälle sehr viele Felder und Wiesen und Terrassen. Und die sind allesamt Richtung Südost ausgerichtet. Und da scheint, man sieht es ja schön am Bild, die Sonne wirklich wunderbar hinein. Und wenn es entsprechend eben die Wetterlage hergibt, dass es thermisch wird, geht dort hinauf zu natürlich ein thermischer Aufwind. Und genau dieser thermische Aufwind kann es ganz schön tricky machen mit dem Reinlanden auf dem Mautlandeplatz, weil man da unter Umständen, also wenn es darum geht, kontrolliert runterzukommen, sehr, sehr schwierig werden kann.
Nicht so thermikfeste, vielleicht etwas unerfahrene Piloten sollten es sich, wenn es eben mal wirklich stark thermisch ist und der Wind dort ordentlich ansteht am Hang, sich überlegen, da mit Mousse bei der Maut reinzulanden, denn es gibt ja die Alternativen. Jo, und schauen wir uns das Ganze wieder von weit oben an, denn da kann man das besser zeigen mittels Grafik, wie es da bei gewissen Windsituationen aussieht. Meist ist eher ein Mautlandeplatz mit einem östlichen Wind zum Rechnen. Das variiert dann selbstredend von Ost, Nordost bis Südost. Bei Südwind schaut es dann nimmer mehr so toll aus. Werde ich euch dann erklären, warum, weil da mit dem Rheinlanden wird es ein bisschen komisch und schwierig. Ja, aber schauen wir uns einmal die Sache an bei einem östlichen Wind. Meist wird in den markierten grünen Bereich die Höhe abgebaut und dann, wenn man da so in etwa auf Baumhöhe ist, ich markiere die Baumgruppe, die ich da meine, landet man dann Richtung Nordost auf den Mautlandeplatz hinein. Ein bisschen tricky kann die Geschichte dann werden mit dem Endanflug, also das letzte lange, gerade, grüne Stückerl vom Rheinlanden. Denn, erinnert euch, durch den Aufwind und die Thermikablösen bei den ansteigenden Hang, den Terrassen, kann es da mal einen ganz schönen Aufwind geben und man fliegt da so ein ganz schön Stückerl, so 2-3 Meter, 4 Meter über dem Boden und kommt nicht runter. Ja, und irgendwann einmal geht einem die Landewiese aus, denn man erinnere sich, ich habe das schon hier auf einem Bild gezeigt, da am Ende der Landewiese quert diese besagte Stromleitung. Dahinter ist gleich die Hohe Wandstraße und vor dem Landeplatz ist auch eine etwas mehr befahrenere Landstraße, wo dann auch LKWs und Busse fahren. Jo, wenn man da nach hinten kommt, es wird mit dem Ausweichen immer schwieriger und da kann schon mal vorkommen und ist schon vorgekommen, dass ein Gleitschirm in der Stromleitung drinnen hängt. Aber wie gesagt, die Stromleitung ist ja zum Glück isoliert. Daher ist es ratsam, den Landepunkt ganz am Anfang der Wiese anzusetzen, denn wenn es eben passiert, dass da gerade thermische Ablösen raufkommen und man nicht so wie gewollt runterkommt auf der Wiese, hat man dann noch den Rest der Wiese und der ist schon noch ein Stückerl und läuft nicht Gefahr dann auf einmal, ja, dass auf einmal die Wiese aus ist. Ja, und wenn man so reinlandet wie hier als Beispiel von Südwesten rein, dann sollte man aufpassen, wenn man da tief reinkommt, dass sich hinter den Bäumen, die recht hoch sind, sich eine Lehzone bilden kann. Also nicht unbedingt von hinten oben über die Bäume auf die Wiese reinlanden, da kann es nämlich dann ein erhöhtes Sinken geben. Apropos erhöhtes Sinken. Da bei dem Landeplatz gibt es schon normal ein Phänomen, wenn es stärker thermisch ist und Thermikablösen raufkommen, dass dieser markierte Bereich, der helle Bereich, dass es da auch leeg ordentlich runtergehen kann. Also da landest fast wie ein Hubschrauber, da geht es ordentlich runter. Das erkläre ich damit, dass es da thermische Nachsauger gibt, weil die Wiese Richtung Nordost leicht ansteigt. Also man landet da leicht bergauf, es sind auch Terrassen drinnen, also Böschungen, hat man ja vorher auf den Bildern gesehen. Also kann es dann da in dem markierten Bereich auch einmal ganz schön runtergehen. Natürlich spielt dann auch die Hauptwindrichtung eine Rolle, vor allem wenn es dann eher so einen Ost-Nordost-Wind hat, ist dort ein leichtes Lee, eben wie gesagt, weil die Wiese da ja Richtung Nordost ansteigt. Nun, ich habe natürlich auch noch ein paar Videos, die das Reinlanden auf dem Mautlandeplatz bei den hier beschriebenen Situationen auch gut zeigt. Und wir befinden uns schon im Landeanflug. Hier wird gerade die Höhe abgebaut zum Rheinlanden auf die Landewiese. Man sieht da schön die Bäume, wo ich gesagt habe, wo man ein bisschen mit dem Lee aufpassen muss. Und dann schwenkt man schon rein. Ich komme da relativ hoch rein, denn da ist quasi null Wind. Man sieht es auch an den Wolken, keine Därme, kein gar nichts. Man kann da schön ausgleiten. Und das ist halt der Klassiker bei ruhigen Bedingungen, wo keine Thermik vorhanden ist, auch kaum Aufwind ist.
ist. So kommt man da auf dem Mautlandeplatz wunderschön hinein. Im Hintergrund sieht man auch wieder die besagte Stromleitung und dass die Wiesen da hinten quasi aus ist. Und noch ein Landeanflug auf dem Mautlandeplatz bei ganz anderen Windwetterbedingungen. An diesem Tag hatte es eine sehr gute Thermik, aber wir hatten auch einen Nordostwind. Und was man jetzt gleich sieht, wie ich zum Landeplatz reinfliege, bis da ordentlich runter geht. Zu beachten ist auch, da sieht man sie auch sehr schön beim Anflug, dass das Gelände da ordentlich ansteigt und auch Richtung Nordosten ansteigt. Also ich befinde mich quasi da im Lee und deswegen geht es auch unheimlich arg runter. Also ich hatte schon Bedenken, dass ich überhaupt auf die Wiese hinkomme. Aufpassen muss man da mit den Terrassen, mit den Böschungen, dass man da nicht gerade reinknallt, was mir da jetzt fast passiert wäre bei diesem Landeanflug. Ja, und Touchdown, wir sind unten geschafft. Man sieht aber auch schön, wie da die Wiesen ansteigt. Also aufpassen beim Rheinlanden, dort in dem Bereich kann es bei Nordostwind ordentlich runtergehen. Wir bleiben noch beim Mautlandeplatz, denn es gibt noch eine andere Möglichkeit, da rein zu landen, aber die nicht so ganz ohne ist. Bei Südost, Süd-Südost ist es verlockend von oben herein rein zu landen auf dem Mautlandeplatz, und zwar hier mal der Bereich, wo man meistens üblicherweise, egal wie man reinlandet, die Höhe mal abbaut und dann fliegt man oberhalb vom Mautlandeplatz rein, also Richtung Nordosten, biegt dann 90 Grad runter Richtung der Landefläche und da kommt's, ja, man fliegt eigentlich bergab. Und wenn da eben dementsprechend der Wind ansteht, da vielleicht sogar noch da thermische Ablösen dabei sind, kann es spannend werden, weil man einfach noch schlechter runterkommt. Ja, was macht man dann? Über die Straße drüber fliegen? Und wenn da gerade ein LKW oder ein Bus vorbeikommt, das kann es Autsch geben. Also sollte man da sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man von oben reinlandet. Ja, und man muss da nämlich auch sehr, sehr tief reinkommen. Da befindet man sich immer wieder mal ein bisschen im Lee von den Bäumen. Und dann gibt es noch etwas. Hinten auf der Wiese ganz oben, wo man noch oberhalb von der Landewiese fliegt, gibt es eine Stromleitung. Auch von dieser Variation des Landeanfluges habe ich ein Video. Schauen wir uns das einmal an. Und wir befinden uns im Landeanflug, da die letzten Meter abgebaut und wie gesagt, wir kommen da recht tief rein und da muss man ein bisschen aufpassen, da kann sich hinter den Bäumen ein Lee bilden. Was hier auch schön ins Bild kommt, die besagte Stromleitung, die oberhalb vom Landeplatz verläuft. Da fliege ich quasi ganz schön parallel rein, so ziemlich auf Baumwipfelhöhen und jetzt rechts runter Richtung Landeplatz. Und da ist immer ein bisschen eine Lotterie, wie hoch man da reinkommt, weil man fliegt dann nämlich jetzt hinunter zu und jopp, und wir sind unten. Und wenn es da jetzt halt wirklich ein Wind ansteht von unten rauf und zum Beispiel da jetzt Thermik wäre, war bei dem Flug nicht, ja, dann kriege ich ein Riesenproblem mit dem Runterkommen. Da kann ich nur weiter rechts abbiegen, ja, und dann ist auch irgendwann einmal die Wiese aus. Bei südlichem Wind am Mautlandeplatz reinzulanden, ja, ich persönlich würde da eher abraten. Da denkt man sich, ja, okay, ich lande von oben rein und biege dann nach rechts Richtung Südwesten ab, dass ich ein bisschen Gegenwind habe, ist aber nicht so eine tolle Idee, weil dann die Wiese fällt ja da in die Richtung auch leicht ab und ganz am Ende ist die Wiese dann durch diese Baumreihen quasi aus und man müsste dann über die Straße ausweichen. Und wie ich da schon an anderer Stelle gesagt habe, die Straße ist doch etwas mehr befahren und wenn da Fahrzeuge vorbeikommen, da ist man dann schon sehr, sehr tief. Das kann dann eine sehr ungute und gefährliche Situation bergen. Die bessere Methode beim südlichen Wind bei der Maut reinzulanden wäre der Klassiker, und zwar mittels einer Landewolte da reinzufliegen. Der Kreis, die Position, wo man
der so in etwa die Höhe abbaut. Nur sollte man dann schon, wenn man dann in den Gegenanflug geht, schon nicht besonders hoch sein. Der Queranflug zur Wiese hin sollte dann noch einmal tiefer sein, dass man den Endanflug schon sehr tief reinfliegt, denn man erinnere sich, die Wiese fällt ja Richtung Südwesten leicht ab und irgendwann einmal dasselbe Problem, die Wiese unten ist dann aus und man müsste da über die Straße drüber fliegen. Ja, also man sollte sich das wirklich überlegen, bei solchen Situationen da mit Muss bei der Maut reinzulanden. Es gibt die Alternativen und dazu kommen wir dann gleich. Zur Orientierung noch einmal die Übersicht der Landeplätze. Und jetzt besprechen wir mal den Drachenlandeplatz und den Schullandeplatz, die sich beide in der Talmitte der Neuen Welt befinden. Und hier deutlich näher, der rechtere Landeplatz, jetzt hervorgehoben ist der Drachenlandeplatz, ist übrigens der älteste Landeplatz im Fluggebiet Hohe Wand. Und wie der Name natürlich schon sagt, da landen natürlich hauptsächlich die Hängegleiter, sprich Drachen. Und gleich links daneben, auch jetzt hervorgehoben, ist der Schullandeplatz und ja, wie der Name eben schon richtig sagt, da landen hauptsächlich die Flugschüler der hiesigen Flugschule und auch die ganzen Tandemflüge. Was gleich einmal so richtig auffällt, ja, das Gelände ist total frei. Der einzige Bereich, das ist der südliche Bereich des Schullandeplatzes, also da bei der Hauptstraße. Ja, da gibt es halt ein paar Bäume, aber sonst ist dort überhaupt nichts. Und das Tolle ist eben dann daran, man kann den Landeplatz von eigentlich jeder Richtung anfliegen. Und, was man auch sagen muss, beide Landeplätze sind eigentlich im Grunde flach. Da gibt es nur ein ganz leichtes Gefälle Richtung Osten, aber im Grunde kann man von einer brettelebenen Wiese sprechen. Aber dennoch, ein paar Kleinigkeiten, aber nichts Dramatisches, sollte man über diese beiden Landeplätze dann doch noch wissen. Zum Thema Wind. Ja, da ist eigentlich nicht allzu viel zum Sagen, denn allermeistens hat es dort an den Landeplätzen einen östlichen Wind. Ja, das variiert von ein bisschen eher südöstlich, also Ost, Südost und dann aber auch, was nicht so selten vorkommt, einen Ost-Nordostwind. Der vorherrschende Wind an den Landeplätzen wird maßgeblich, natürlich bei der thermikaktiven Zeit hauptsächlich, maßgeblich von eben Thermik beeinflusst, denn die Neue Welt fällt Richtung Osten, da im Bild rechts gesehen, fällt Richtung Osten stetig, aber doch ganz schön und langsam ab. Und da steigt dann die warme Luft von den ganzen Feldern, also man sieht da ja, das ist alles bewirtschaftet, der Boden ist auch etwas lehmig und steinig, dadurch trocknet es dort relativ schnell ab und da entsteht halt in dem ganzen Gebiet dort ganz schöne und auch gute Thermik. Ein paar Worte zur Thermik dort im Umfeld der beiden Landeplätze. Das hängt natürlich auch, wie sich das entwickelt, ja, man erinnere sich an den Meteorologieunterricht, natürlich von einigen Faktoren ab, zumal von der Jahreszeit und vom Sonnenstand. Dann, dass der Boden auch dort entsprechend trocken ist. Ja, also nach einer Regenperiode wird es dort eher nicht so gut gehen, was thermisch vom Boden her anbelangt. Ja, und das Nächste, was oft vergessen wird, welche Felder, was dort angebaut worden ist, welcher Fruchtstand dort vorherrscht. Denn, nur als Beispiel, Maisfelder, die gehen thermisch überhaupt nicht gut, da grün und speichern, die Energie ist auch recht feucht da drinnen. Was gut ist natürlich, sind Getreidefelder, solange sie grün sind natürlich nicht. Wenn das Ganze aber dann goldbraun wird und das ganze Getreide reif wird, die sind sehr gut, was Thermik anbelangt. Naja, Sonnenblumenfelder, Rapsfelder, dann so da mittendrin in etwa. Also das muss man bedenken.
denken. Und dann natürlich, wenn die Felder dann im Spätsommer, im Sommer das alles abgeerntet ist und die Böden dann brach sind, die sind dann wiederum, gerade auch dann, wenn es wieder mal trocken ist, auch sehr, sehr gut für Thermik. Naja, und diese Thermik, ja, obwohl man sich freut, wenn man anhand dieser schöne lange Flüge machen kann, reden wir hier mal aber vom Landen und am Bild sieht man das ja hier wunderbar, diese ganzen brachen Felder, naja, da geht es halt thermisch recht schön weg. Und wenn man dann gerade dort runter will und da die Ablösen der Reihe nach weggehen, ja, dann kann es schon mal passieren, dass man den Windsack regelrecht nachfliegt, dass man dann beim Landen einen Gegenwind hat, weil diese Thermik da mit den ganzen Nachsaugungen, wo die Luft dann nachzieht, also da rotiert zeitweise, jetzt einmal überspitzt ausgedrückt, der Windsack. Also bei der thermisch aktiven Zeit sollte man sich dessen halt bewusst sein. Ja, wie gesagt, es hängt dann von der Situation ab, ob, wann und wie Thermik zum Erwarten ist, dass es dort beim Landen auch einmal ganz schön turbulent werden kann. Aber der Riesenvorteil beider Landeplätze ist, dass das Gelände ringsherum, eben wie hier schon gesagt, komplett offen und frei ist, man von jeder Richtung quasi anfliegen kann und wenn es halt einmal nicht sich ausgeht, dass man auf der Landewiesen steht, ja mei, man kann dann halt daneben auch dann einmal absitzen und es passiert nicht unbedingt was. Ja, und da kann man dazu nur sagen, dass der Schullandeplatz und der Drachenlandeplatz die sichersten und einfachsten Landeplätze hier im Fluggebiet sind. Und nur als Beispiel, besser schwitzen als bluten. Ja, in welchem Zusammenhang? Also wie ich hier schon sagte, nicht mit Muss, wenn es stark thermisch ist und der Wind nicht toll ist, bei der Maut reinlanden, nur weil es dann näher bei der hohen Wand ist, dann lieber doch draußen am Schullandeplatz oder Drachenlandeplatz reinlanden und dann halt das Stückerl rauf zur Maut gehen. Sehen wir uns gemeinsam noch einen Landeanflug auf den Schullandeplatz an. Ja, und zwar in der Art, wie er eben meistens geschieht. Ja, an dem Tag war es ziemlich thermisch. Man sieht es ja auch an die Felder, alle trocken und großteils alles abgemäht. Ja, ich baue dann mal schön Höhe ab, dass ich da nicht zu hoch reinkomme, denn es bisschen tricky an der Geschichte ist, dass der Landeplatz zwar lang ist, aber sehr, sehr schmal. Da muss man dann beim Reinzirkeln wirklich ein bisschen aufpassen. Ja, da tragt es jetzt, wo ich gerade fliege, weil da haben wir die Grenze von den trockenen Feldern zum Grünen und genau an dieser Grenze löst es ab. Da dieses Feld von uns, wo ich gerade eindrehe, da dieses trockene Feld, das abgeerntete, tragt natürlich und man sieht, ich bin da eigentlich ganz schön tief. Es geht zwar leicht, ganz leicht da bergab, Richtung Osten und da tragt es eben und trara, es geht sich genau aus und ich stehe am Landeplatz. Ja, so wird meistens halt reingelandet. Man muss halt wirklich aufpassen, wenn da jetzt links und rechts Maisfelder stehen oder Sonnenblumenfelder und dergleichen. Ja, da sollte man sich nicht reinhocken. Ja, und frei nach Wolfgang Zach, dann wäre der ganze Tag versaut. Nun, ja, zu den beiden Landeplätzen. Im Grunde genommen gibt es da nicht wirklich viel zum sagen, zum Glück. Das Einzige, wo man halt wirklich aufpassen muss, ist, wenn es thermisch sehr aktiv ist. Und ja, da kann es halt dann auch ein bisschen rumplatt werden beim Reinlanden. Aber wie gesagt, man kann von alle Richtungen reinlanden, ist nicht so tragisch. Ringsherum ist viel Platz. Also, wenn es einmal blöd hergeht, nicht mit Muss auf der Wiesen reinbomben, sondern dann lieber mal riskieren, daneben zu stehen, auch wenn der Tag versaut ist. Und nun zum anspruchsvollsten Landeplatz im Fluggebiet Hohe Wand und zwar oben auf der Hohen Wand der Top-Landeplatz. Dieser Landeplatz steckt, das kann man leider unumwunden sagen, voller Tücken. Sehen wir uns das Gelände mal von etwas näher an. Ich habe hier jetzt die eigentliche Landefläche hervorgehoben. Zur weiteren Orientierung hier der Gasthofpostel mit dem Parkplatz und hier auf dem Bild sieht man auch noch den Südstadtplatz.
Ganz wichtig ist zu erwähnen zur Topografie, das Gelände fällt Richtung Nordwest ab und zwar ganz schön markant in Wirklichkeit und ja, das Ganze liegt quasi in einer Senke. Also unterm Strich gesagt, nicht alles wirklich optimal. Nun gut, aber bei welchem Wind kann man da am ehesten reinlanden? Ich würde mal sagen, ganz klassisch der Ost-Südost-Wind. Da blast der Wind halbwegs da entlang, also da rein auf den Top-Landeplatz. Wenn der Wind nordöstlich wird, muss man aufpassen, bildet sich schon am nordöstlichen Rand des Landeplatzes ein Layout, ist nicht ganz so dramatisch wie bei einem südlichen Wind, weil der Hang, der raufgeht zum Oststartplatz, der ist doch ziemlich steil und ziemlich hoch und da hat man dann garantiert ein Lee. Also bei südlichem Wind keinesfalls versuchen, da reinzulanden, das könnte böse Überraschungen geben. Natürlich hängt das von der vorherrschenden Windstärke ab. Das ist klar, wenn der Wind ganz, ganz schwach ist, kann man natürlich auch bei einem südlichen Wind reinlanden, wenn es halt thermisch geht, dass man überhöhen kann. Aber das ist ganz, ganz wichtig, umso stärker der Wind wird. Ich würde mal so über den Daumen gepeilt sagen, ist nur ein Richtwert. So um die 15 km/h, vielleicht nur maximal 20 km/h, bildet sich da hinten schon ordentlich Lee-Effekte aus, also da sollte man aufpassen. Und dann noch vielleicht in Kombination, dass es eine gute Thermik gibt, also wenn vorne an der hohen Wandkante die Blasen wegsteigen, kann es dann im hinteren Bereich, also im Bereich des Landeplatzes, ganz schnell vorkommen, dass der Windsack so ziemlich alle Richtungen spielt. Wenn zum Beispiel hier Luft nach vorne zur Kante, zur Thermik hin nachgesogen wird. Im Grunde kann man das zusammenfassen in der Art, entweder hat es eben einen Wind oder hat es eine Thermik. Zusammen, so eher doch ein markanter Wind und eine markante, kräftigere Thermik zusammen, ja, da hinten gibt es dann kräftige Waschküche. Ja, diese Waschküche, sprich Lehgeschichten da hinten am Top-Landeplatz, hört man dann immer wieder. Ja, ich habe die ganze Sache ja beobachtet, da ist ein, zwei Piloten von mir ganz normal reingelandet. Ja, und du bist dann vielleicht der dritte, vierte Pilot, bei dem es dann ordentlich rumpelt da hinten. Muss ja nicht unbedingt gleich dramatisch enden, aber leider Gottes gab es schon so einige Helikopterrettungen da hinten, wenn die Leute eingebombt sind, im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Geschichte ist und bleibt leider Gottes recht unberechenbar, bis auf ein paar ganz wenige ruhige Windwettersituationen, wo das zum Reinlanden wirklich geht. Und von so einer Top-Landung habe ich auch ein Video. Schauen wir uns das gemeinsam an. Ich baue da im Bereich des Startplatzes die Höhe ab. Ja, da ist immer halt dann die Diskussion, wie hoch sollte man sein, wenn man da nach hinten zum Top-Landeplatz reinfliegt. Halt mal das Video mal kurz an, weil da sieht man das sehr schön, wie hoch dass ich da bin. Eigentlich relativ schon nieder. Also wenn es da jetzt thermischer sein würde, gut, das war bei dem Flug nicht, das war in einem Februar, da war es nur großflächiges Steigen vor der hohen Wand und fast kein Wind, da war das noch okay. Aber wenn wirklich da thermisch aktiv ist und ein bisschen mehr Wind ist, würde ich deutlich höher nach hinten fliegen, um zu vermeiden, dass ich da gleich in die Rotoren reinkomme, die unmittelbar hinter der hohen Wandkante sind. Also ich würde es so in etwa 100 Meter über den Startplatz in etwa sagen. Da war ich schätzungsweise ca. 60 Meter über den Startplatz. Fliegen wir weiter und da sieht man, ich wähle die Route eher da so Richtung Postel und den nordöstlichen Hang, kann man da eigentlich fast sagen, beim Top-Landeplatz anzufliegen. Man sieht, dass der wesentlich flacher und nicht so hoch ist, wie da in Flugrichtung gesehen der linke Hang, also der südliche, erinnert euch an die Grafik. Ja, und jetzt stoppen wir mal das Video. Da, wo man eigentlich meistens die Höhe abbaut, also wo man dann abachtet, und zwar, das ist einmal der Bereich, ich hebe das einmal kurz hervor,
jetzt sieht man das wunderschön, also da in etwa in diesem Bereich, also oben drüber, nicht auf der Wiese natürlich, baut man dann die Höhe ab, meistens halt dann mit Abachtern. Und man sieht es da ja schon, ich bin nicht allzu hoch. Eigentlich hätte ich da höher sein müssen, wenn ich genau in dem Bereich die Höhe abbaue. Aber man sieht es eh gleich, wie ich da weiterfliege. Und es geht schon weiter, da Richtung dieser Baumgruppe da, die da reinragt in die Landewiese. Ja, und da mache ich schon vorher kehrt. Normal, wenn man dann halt höher ist, macht man das da hinten weiter und da tue ich dann schon abachtern. Aber ich bin da halt nicht mehr ganz so hoch. Aber jetzt halten wir mal kurz, stoppt das Video. Denn da sieht man wunderschön den Hang, wo sich der, also der Hügel quasi, da wo sich der Oststadtplatz oben befindet. Dieser Hang fällt Richtung Nordosten ab. Das Bergerl da ist gar nicht einmal so niedrig. Und wenn wir da auf der hohen Wand einen eher südlastigeren Wind haben, also Süd-Südost, ist man genau da im Lee. Also da kommt der Wind dann über den Hang drüber und es ist dann noch turbulenter in dem Bereich, als es eigentlich eh schon ist. Anzuraten ist es den Landeanflug genauso, wie ich ihn da in dem Video gemacht habe, eher auf der linken, also in Flugrichtung jetzt gesehen, auf der linken Seite da reinzukommen, weil es dann niedriger ist und das Gelände freier ist. Es ist so eine richtige Höhe über den Landeplatz, wo man meistens dann einen richtigen Durchsacker hat. Weil da kommt man dann halt ist man halt genau in dem Lehbereich drinnen von der Kante vorne, also wo dann die ganzen Wirbeln da nach hinten durchgehen. Und gut, war bei dem Flug nicht so dramatisch, aber dennoch achte drauf, jetzt beim Weiterfliegen, wie ich auf einmal da durchsacke. Das ist fast immer so. Ja, und es geht schon weiter und jetzt gleich sieht man da, wo ich auf einmal Durchsacker habe. Jetzt auf einmal geht's runter. Und wie? Aber muss sagen, bei dem Flug lande ich da relativ weit vorne. Ja, sollte man vielleicht nicht. Und zwar da, wo der Kollege, stoppen wir mal, ja, man sieht ihn ja wunderschön, der Kollege, der von mir da reingelandet ist, kurz vorher, einen roten Anorak, dass man eher dort weiter hinten aufsetzt. Gut, das kann man nicht immer planen, weil manchmal tragt es dann ganz schön, dass man weiter nach vorkommt, auch wenn man es nicht will. Aber man sollte eher da schauen, dass der Touchpoint, also da, wo man runterkommt, eher weiter hinten ausgewählt wird und dann vorgeht. Das hat einen einfachen Grund, weil dann ist man weniger in der Lehsituation von der Kante drinnen. Also da ist dann ein bisschen turbulenter dann weiter vorne und dann kann es gesunken werden oder sogar im Gegenteil auf einmal tragt und dann sitzt man auf einmal ab. Also da wird schon alles erlebt beim Top-Landeplatz, beim Rheinlanden. Ist nicht so ohne. Gut, bei solchen Wetterbedingungen, wenn es ganz ruhig ist, kalt ist, kein Wind ist und dergleichen oder wenig Wind ist, ganz schwache Thermik ist oder bei Abendthermik, also wenn schon sehr schwach und ruhig die Thermik ist, wenig Wind ist, kaum Wind ist, dann kann man es ja ruhig wagen, da oben einmal reinzulanden. Aber wie gesagt, mit Vorsicht. Was noch zum Erwähnen ist, dass diese ganze Fläche dort oben mittlerweile auch wieder bewirtschaftet wird, sprich, dass da Kühe, Schafe etc. dort anzutreffen sind, auch mit ihren ganzen Hinterlassenschaften natürlich, und dass das Gelände dann auch eingezäunt ist. Also da muss man wirklich jetzt aufpassen, nicht, dass man da jetzt in einen Zaun reinlandet. Nun, eine Landefläche haben wir noch zum Besprechen. Und da meine ich die Weide Meiersdorf. Ja, das Bild hatten wir schon, aber das gibt einen wunderbaren Überblick über das Gelände. Das Gelände ist übrigens auch Übungsgelände, sprich Übungshang der ansässigen Flugschule. Daher muss man insbesondere am Vormittag bis maximal frühen Nachmittag hier mit Schulbetrieb rechnen. Das heißt, da wuseln dann eine ganze Menge Gleitschirme herum. Was auch zum Erwähnen ist, wie der Name ja schon sagt, Weide Meiersdorf. Hier gibt es Weidebetrieb mit einer ganzen Menge an Rindviechern, die da herumstehen und sich herumbewegen, mit ihren Hinterlassenschaften natürlich auch. Dann gibt es auch eine ganze Menge Zäune immer wieder, die da umgesteckt werden. Also so hindernisfrei und so schön, also eine schöne Landewiese in dem Sinn, ist das Gelände im
Grunde nicht. Ja, und da gibt es auch noch ein paar so kleine Dornenbüsche, wenn es blöd herläuft und einem da der Gleitschirm reinfällt. Naja, nicht lustig, viel Arbeit und vielleicht auch Autsch oder auch kaputt, was den Gleitschirm anbelangt. Aber dennoch möchte ich euch diese Landefläche, bewusst nicht gesagt Landeplatz, hier einmal vorstellen. Und hier der Blick von weiter oben. Die Weide Meiersdorf hebt sich durch ihren Bewuchs auf diesem Bild wunderbar schön hervor. Dennoch, ich hebe es noch einmal bewusst hervor, damit man sieht, um welchen Bereich es da eigentlich geht und wie groß die Weide ist. Die ist sehr, sehr groß. Ja, und wie gesagt, das ist auch Gelände, Übungsgelände der ansässigen Flugschule. Man sieht sogar hier am Bild einen Gleitschirm, also eigentlich sogar zwei. Da in den Ausschnitt weiter oben am oberen Zipfel des Geländes liegt auch ein Gleitschirm. Ja, und dadurch, dass das natürlich auch ein Übungshang ist, fällt das Gelände dementsprechend ab, weil logisch, sonst könnte man dort ja auch nicht fliegen. Ja, und da gibt es noch so eine kleine Eigenheit bezüglich der Topografie der Weide Meiersdorf. Und zwar, ich hebe das hier mal kurz hervor. Ja, das ist der eigentliche untere Übungshang der Flugschule dort am Gelände. Man sieht eh dort Gleitschirme liegen. Also man kann da circa von der Fläche, mit man Vorstellung hat, in etwa drei Gleitschirme nebeneinander auslegen. Das ist hier leicht abfallend, dieser vorgehobene Bereich. Und dann geht es einmal kurz steiler bergab, also merklich steiler. Und dann geht das Gelände weiter über, was das Gefälle anbelangt, in etwa den Gleitwinkel eines Gleitschirms entsprechend und läuft dann halt langsam aus. Ja, und dieses benannte Plateau ist wie ein kleiner Flugzeugträger, möchte ich schon sagen. Natürlich der magische Punkt, wo man dort reinlanden möchte natürlich. Und wenn man sich da halt vergeigelt, warum das sehr leicht passieren kann, da kommen wir gleich dazu. Und dann drüber hinaus fliegt, naja, da fliegt man halt dann noch ein ganz schön Stückerl weiter, bis man halt dann irgendwann einmal auf der doch zum Glück sehr großen Weide dann aufsetzt und dann schon ein bisschen weitergehen muss. Ja, bezüglich des Windes, den man dort meistens an der Weide, auf der Weide antrifft, das ist fast vergleichbar oder sehr ähnlich wie bezüglich, was wir schon besprochen haben, des Mautlandeplatzes. Nur das Gelände dort ist natürlich wesentlich weitläufiger, zum Glück, das ist recht angenehm. Ja, meistens haben wir da einen südöstlichen Ost-Südostwind und auch sehr, sehr stark thermisch beeinflusst. Ja, was nicht verwundern darf, denn die Weide ist einmal sehr, sehr groß von der Fläche her, ist eher trocken Richtung Südosten ausgerichtet. Die Sonne kann dort wunderbar schon relativ zeitig voll reinknallen, um es einmal so auszudrücken. Und da gibt es dann oft einmal ganz schöne thermischen Ablösen. Also man muss dann sogar mit der Schulung aufhören, weil einem regelrecht die Schüler dort entfleuchen würden, um es einmal lustiger auszudrücken. Ja, also man kann sogar da von etwas höheren Gelände, macht einmal ein X-Al hin, wenn man es gut erwischt, kann man sogar aufdrehen und hinauf zur hohen Wand fliegen. Zweimal ist mir das schon gelungen. Ja, nur mal, wie stark thermisch das Gelände dort sein kann. Ja, aber einen riesengroßen Vorteil hat die Weide doch, denn, wie schon hier mehrmals gesagt, die Fläche ist sehr, sehr groß und somit hat man auch Platz. Und das heißt, wenn es einmal dann doch mehr trägt, als man eigentlich erwartet hat, eben wegen einer thermischen Ablöse, hat man dann doch noch eine etwas längere Gleitstrecke oder Platz, dass man dann doch irgendwie kontrolliert runterkommt. Meist schaut dann der Endanflug so aus wie eingezeichnet, also Richtung Nordosten hinein. Ja, das ergibt sich eh klar, man landet quer zum Hang, denn erinnert euch, Richtung Südosten fällt das Gelände ja ab. Und ich habe das deswegen auch so eingezeichnet, dass man vielleicht nicht mit Muster oben auf den kleinen Plateau reinlandet, da wo man eh sieht, dass die Gleitschirme liegen, denn wie hier auch schon gesagt, wenn man das gerade nicht erwischt oder gerade eine blöde thermische Ablöse da oben hat, dann fliegt man drüber hinaus und dann wird der Endanflug viel länger als geplant. Interessant kann die Weide auch werden, wenn der Wind südlich wird, also da wirklich einen Südwind oder Süd-Südostwind hat, weil dann kann ich genau entgegengesetzt reinlanden, also von Nordosten herein, also genau so. Ja, und
Man muss nicht da ganz blöd versuchen reinzuzirkeln, am Mautlandeplatz dort reinzutreffen. Da ist dann die Weide Meiersdorf, wenn man schon unbedingt weiter oben in der Nähe bei der Wand reinlanden will, dort auf alle Fälle besser geeignet. Ein Video habe ich doch noch gefunden bezüglich der Weide Meiersdorf. Es ist zwar keine Landung nach einem Höhenflug, aber dennoch, man sieht an diesen Bildern wunderschön das Gelände, wie es eben live aussieht. Ich starte da von ganz oben des Schulbereiches der ansässigen Flugschule. Ja, und wie ich schon gesagt habe, genau von diesem Hang ist es mir gelungen, schon zweimal thermischen Anschluss zu finden und aufzudrehen und auch über die hohe Wand zu kommen. Nur, da waren wir halt schon von schulungstauglichem Wetter hier unten am Übungshang schon weit entfernt. Nun, jetzt komme ich aber genau in den Bereich, wie es aussieht, wie ich hier normal, unter Anführungsstrichen, hier auf der Weide Meiersdorf reinlande, wenn ich dem halt so will oder es anders nicht geht. Ich befinde mich hier gerade im Endanflug. Vor uns der sogenannte Flugzeugträger. Man sieht ja die Gleitschirme dort liegen. Und es passiert, ja, es hebt mich thermisch weg. Ja, die Weide Meiersdorf ist hier thermisch sehr, sehr aktiv. Man sieht es ja an der schönen ausgetrockneten Weidenwiese. Ja, und ich nutze das halt hier ganz einfach einmal ein bisschen höher zu machen, diesen Testflug des Gleitschirms, den ich da eigentlich mache, zu verlängern. Ja, und da geht es halt hinunter, wie ich hier auch schon sagte. Ja, und es passiert halt, was passieren muss. Man fliegt und fliegt und fliegt und fliegt und kommt eigentlich nicht wirklich runter, weil das Gefälle hier so in etwa den Gleitwinkel des Gleitschirms entspricht. Ja, aber irgendwann einmal kommt man dann halt doch runter. Und man sieht hier auch wunderschön, dass das alles andere wie eine schöne Wiese ist. Es ist sehr uneben, man sieht immer wieder so kleine Sträucher drinnen. Ja, ist halt nicht so toll. Und die ganzen Hinterlassenschaften der Rindviecher hier auf der Wiese natürlich. Ich würde die Weide Meiersdorf als Alternative ansehen und nicht zwingend gleich als einen Landeplatz, denn ja, wie gesagt, es ist hier Schulgelände, da muss man aufpassen natürlich. Dann gibt es hier intensiven Weidebetrieb. Die Wiese als solches ist nicht wirklich schön, eben eine Weide, nicht sehr gepflegt. Ja. Also dann gibt es die Dornenbüsche dort vereinzelt, zwar ging früher viel, viel besser und weniger, aber dennoch kann das unangenehm werden. Also am besten ist es natürlich, wenn man in der Talmitte am Schullandeplatz, Drachenlandeplatz reinlandet. Da ist es am einfachsten dort, wie schon hier gesagt. Aber wie gesagt, die Weide Meiersdorf wäre auch noch eine Alternative, vor allem bei schwierigen Wind- und thermischen Bedingungen gegenüber dem Mautlandeplatz. Und Cut. Ich würde mal sagen, wir legen da eine Pause ein, einen Schnitt. Naja, über 2,5 Stunden ist schon ein wenigel Zeit und ich kann mir gut vorstellen, bei den Zusehern, die sich dieses Video am Stück angesehen haben, ja, bei denen wird wahrscheinlich ein bisschen der Kopf rauchen. Ja, und deshalb gibt es dann einen zweiten Teil, denn es gibt noch einiges zum Sagen über das Fluggebiet Hohe Wand. Und da möchte ich umfangreicher und näher auf das Thema Thermik eingehen. Und zwar nicht nur an der Hohen Wand, da hatten wir ja schon einiges gehört, sondern über die Thermik in der neuen Welt, also ein bisschen da mehr im Flachen, und auch die Thermik bei den Vorbergen. Und da passt genau super dazu, ein bisschen, dass wir auf das Thema Streckenfliegen eingehen. Und da werfen wir einen Blick auf die Wetterlagen, also da, wo es Sinn macht, zu versuchen, von der Hohen Wand wegzufliegen. Nun, das war's einmal vorerst. Es würde mich sehr freuen, wenn vielleicht so mancher Pilot, mancher Zuseher so manchen kleinen Tipp mitnehmen konnte, die Hohe Wand einmal von einem anderen Blickwinkel aus zu betrachten und zu sehen. Und da kann ich nur eines sagen, vielleicht sehen wir uns ja einmal das nächste Mal am Startplatz auf der Hohen Wand. Bis dann und
viel Spaß beim Fliegen.